Achtung, gleich wird's richtig mies. Also mit Absicht ausnahmsweise. Aber auch geil wegen uns. Ja, wirklich? Schönen guten Abend, kann man fast sagen. Und herzlich willkommen, ja. Rocket Beans TV. Es ist dunkelt schon ein bisschen draußen. Tatsächlich. So leicht. Wird Zeit, dass wieder Sommer ist. Ja, eigentlich wird's hält es, besser gesagt, weil es war ja vorher dunkel und es wird ja heller jetzt wieder. Aber egal, es ist noch auf jeden Fall. Aber es passt vom Setting auf jeden Fall zu den Themen, die du heute hier bisschen, hast. Ein bisschen spoopy, ein bisschen poopy. Simon, schön, dass du dabei bist. Ja, du hattest mich bei Blue Stinger. womit auch schon so ein bisschen geklärt wäre, was wir hier machen. Großartige Horrorspiele, die sehr gut gealtert sind. Ich sage mal, wenn ich hier auf dem Sender großartige Horrorspiele, die sehr gut gealtert sind, was ein schöner Formatname ist, auch wirklich, wirklich SEO ist perfekt. Ja. Ne? Hast alles drin, was du brauchst. Haben wir das prädominant hier auf dem Sender gespielt, weil wir haben ja schon die Leidenszeit durchgemacht damals. Also wir haben sie gekauft und gespielt, als sie noch neu waren und als gut gehalten. 140 Mark aus Japan bestellt, nochmal 5 Euro, nee, 8 Euro Porto, meistens noch ein zweites Spiel dazu und dann war da irgendwie das Monatsgehalt weg, sozusagen. Da hatten wir uns auch drüber unterhalten, die waren natürlich alle von den Zeitschriften damals mega gehypt, ne? Das ist der neueste Kram, natürlich muss ich die Zeitschrift kaufen, um mir den neuesten Artikel über Blue Stinger und andere Sachen dann anzugucken. Genau, und man hatte oft nur so eine Zeile mit einem Text und dachte, oh, ich kenne dieses Spiel nicht. Es gab kein Internet, du konntest was nicht nachgoogeln, wenn die Zeitschriften nicht drüber berichtet hatten, dann wusstest du einfach nicht, was du dir da holst. Und manchmal hat man auch wirklich auf Teufel komm raus, auf gut Glück gekauft. Aber bei sowas wie Blue Stinger, das wurde vorher schon durch die Previews geschossen, da wusstest du zumindest, was kommen soll. Du hast aber jetzt gerade auch ein anderes Spiel. Ich habe gerade ein anderes Spiel. Also wir zeigen euch nicht nur Blue Stinger, wir werden heute, was ist dein Plan? Genau, meine Idee war, ich hab den Slot heute übernommen, kurzfristig, und gedacht, okay, was können wir heute spielen? Viele der aktuellen Sachen, da haben ja andere Leute sich schon quasi angemeldet, oder die auf dem Sender gemacht, du hast ja auch schon die Final Fantasy Demo angeguckt zum Beispiel, das muss man ja nicht nochmal dann zeigen. Ja, tut mir leid, die habe ich irgendwie weggenommen. Machen. Aber das war im Last Call spontan. Ich habe auch Hate dafür bekommen, weil ich keine Ahnung hatte. Die meisten haben keine Ahnung von der neuen Version. Ich freue mich, wenn du noch mal irgendwann, wenn es rauskommt, wenn du es dann noch mal für uns anspielst. Je nachdem, was wir dann dazu machen. Nur ich habe gedacht, was können wir dann hier heute anstellen? Und ich bin gerade sowieso immer momentan dabei, für den Retro-Club mal hier was anzugucken, da was zu machen. Und irgendwie dreht sich bei mir viel im Kopf momentan um alte, schlechte Horrorspiele. Und speziell auf dem Dreamcast hatten wir noch nicht so viel hier auf dem Sender davon gezeigt. Und ich habe heute eine Auswahl aus wirklich schlecht gealterten Dreamcast-Spielen, die manche Leute für Klassiker damals hielten, die heute vielleicht auch irgendwie Spaß machen, aber vielleicht sind sie so schlecht, dass sie wieder Spaß machen. Ungefähr so. Und da ist es schön, dass du mit dabei sein kannst, weil ansonsten muss ich da geteiltes Leid halbes Leid. Also du hast 4 Spiele rausgesucht, 2 davon kenne ich nur. Genau, das will schon was heißen, weil ich kenne 2 von denen kenne ich nur über Foren, über Gespräche anderer und habe sie nie selbst gespielt. Und ich wollte immer mal wissen, wie ist Illbleed zum Beispiel. Genau, ich stelle dir kurz vor einmal und dann suchen wir uns aus. Das heißt nicht, dass wir die ganzen 2,5 Stunden jetzt das gleiche Spiel zocken. Kann sein, dass wir nach 10 Minuten merken, scheiß drauf, wir nehmen das nächste 4 Games habe ich dabei. Blue Stinger, das erste Survival-Horror-Game für den Dreamcast. Climax, glaube ich, Entertainment hat es damals gemacht und der Resident Evil Killer. Ja, und dann zu Weihnachtsmusik und klimpernden Münzen gegen Zombies kämpfen. Es war so. Du trittst nicht, Zombies hier Taschengeld aus dem Gesicht. Es war einfach nicht passend. Es wurde passend gemacht. Das andere Spiel hast du auch genannt, Illbleed, was ganz speziell ist. Das ist ein sehr spezifischer Jahrmarkt-Simulator. Jahrmarks Horror-Simulator, wo du durch verschiedene Spukhäuser durchgehen musst und aufpassen musst, dass dir das Herz vor Schreck und Angst nicht explodiert. Okay. Ja, weil das ein verrückter Vergnügungsparkmacher, der dich eingeladen hat, um dich zu testen. Gilt als Klassiker unter Dreamcast-Fans, ist ganz, ganz schlecht. Ich hab dabei, das kann man, glaube ich, zu allen Dreamcast-Spielen sagen, mehr oder weniger. Ich habe dabei ein Spiel, was mir eigentlich ganz gut gefällt, aber wo man auch anerkennen muss, dass es nicht der Weisheit letzter Schluss ist, nämlich D2. Also D, was man das Original noch kennt vom Saturn und von der PlayStation. Das Grafik-Adventure von Warp Entertainment, das ja auch auf dem M2 kommen sollte und so weiter. Wir sind abgestürzt in der Eistundra, während Aliens mit dicken Tentakeln versuchen, uns zu riesigen Pflanzen zu verwandeln. Ja, und das machen sie, indem sie phallusartig sich in deinen Mund wühlen. Die Version, die wir haben, wird leicht weggeschnitten davon übrigens. Ja, okay, ist auf jeden Fall sehr weird. Wahrscheinlich eines der weirdesten Spiele, was ich kenne. Also ich meine, es versucht ja wirklich was aufzubauen und es ist jetzt nicht einfach nur Bayonetta, crazy bad shit, sondern nee, es ist weird. Es wird sehr weird und sehr, sehr verrückt. Ja, also freut euch drauf. Ich empfehle, das sollte man zumindest mal erfahren haben, wenn man Horrorfan oder The Thing, John Carpenter's The Thing, sehr großes Vorbild gewesen ist. Und das Letzte, was ich dabei habe, ist vielleicht das Schlechteste
von allen. Das ist nämlich die Videospielversoftung von The Ring, der Ring. Da wusste ich nicht mal, dass so etwas existiert. Die Entwickler anscheinend auch nicht. Also ja. Da geht es nämlich nicht um eine Videokassette, wenn du die anguckst, dass wenn du sie nicht weitergibst, du 7 Tage später stirbst, sondern um ein Computerprogramm. Ja, ja, ich verstehe. Ich leide innerlich. Ist irgendetwas, was dir so ins Auge springt, worauf du zuerst Bock hättest? Also du hattest ja gerade, ich weiß nicht, ich finde The Ring jetzt gerade, weil du davon erzählt hast, interessant, weil ich es nicht kenne. Elite bringt viel Blut ins Spiel. D2 kenne ich schon, Bluestinger auch. Ich würde sagen, also du kannst gerne mit Bluestinger anfangen. Weil ich kann auch mit Illbleed anfangen, wenn du das noch nicht kennst. Oder das so, einmal. Mach Illbleed. Ja. Dann machen wir mal Illbleed. Also ich würde gerne lieber erstmal die beiden Spiele sehen, die ich noch nicht kenne. Genau, dann können wir auch aufs Ingame raufgehen. Da ist Illbleed. Herausgekommen von 2001. Es müssten sogar die Bluestinger-Entwickler sein, wenn ich mich nicht irre. Also die, die haben sie nicht unbedingt verbessert, wenn ich mich nicht da komplett irre. Gucken mal kurz in die Option rein. Ja, das Ding mit Bluestinger ist, dass man es ja irgendwie, ich hab's gern gespielt. Es war schon ein bisschen scheiße, man hat's auch gewusst, aber man hat ja damals auch seine Spiele noch mehr verteidigt, weil man hatte so viel Geld dafür ausgegeben. Ey, das sieht viel geiler aus als dein Scheiß. Wenn die Freunde Resident dann da waren und sich drüber lustig gemacht haben, dann hast du die wieder rausgeworfen. Weil ich gedacht, nee, dann halt nicht. ich habe einen schönen Rahmen gemacht, das ist nämlich das Dreamcast-Spuktakel. Was wir heute haben. Können wir uns den Sound ein bisschen aufdrehen, Regie? Ja, damit wir ein bisschen mehr lauter hören können. Macht uns Angst. Weil wir müssen natürlich auch gleich die geile Sprachausgabe hören. Natürlich wie damals, die machen keine Untertitel rein. Ne? Aber dafür ist es sehr leicht, sehr laut und sehr schlecht abgemischt, der Sound. Also schauen uns da kurz mal das Intro an. Das ist nämlich der gute Aussprachewettbewerb. Der 18. jährliche gute Aussprachewettbewerb. Da würde ich gerne mal Flair sehen. My family ran what we called a horror caravan. We hauled this house of horrors around from town to town, trying to give people a new thrill, a new nightmare. I kind of liked traveling, but all that gruesome gore got to me after a while. Entschuldigung, das kam jetzt unerwartet. Sie hat das Flashback, ihr Vater hat sie dann. My dad was always conjuring up new devices, tricks and traps, each one scarier than the last. Guess who we tried them out on? Yep, me. No, no! I guess it toughened me up a little. I mean, you have to be brave to walk through a den of snakes or try to avoid trap doors to make it to your room. I was a pretty fearless kid by the time I was 5, thanks to my fearsome father. He fed on others' fears and was never satisfied. My mom couldn't stand how obsessed he'd gotten, so she thankfully divorced him when I was 6. Yay! Yet I had gotten attached to horror. I remember how that good old Halloween pillow and a hot red water bath soothed me. I think I might major in child psychology. Gut, sie hat eine Rede gehalten, wenn ich Aussprache. Da ist es mit Speech gemeint, aber hat davon erzählt, wie ihr Vater sie als Kind gequält hat. So, how'd I do? Und aber sie, also das hat sie zu dem gemacht, was sie heute ist. I mean, you're the head of the horror research club and president of the student council. It's a given. You win the speech contest for sure. Randy Fairbanks and Kevin Kurtzman. Das sind Namen. Geil. Slow-mo. Die Mucke. What, Michelle? Why didn't you listen to Eriko's speech? I don't need to. I know she'll win. Here, take a look at this. Those are guest invitations to Illbleed. How'd you get them? From a Pepco promotion. Cool. Look, we can win $100 million there! Yeah, if we can manage to get through the whole park, that is. No sweat! I'm game if you are! Michelle Waters. Sure thing! I'm with ya! Sure thing! What about you, Eriko? I think I'll pass. It sounds too good to be true. Lebensecht, no? Why? Das alles you just geil. Said in your speech to conquer your fear and surpass the odds. Come on, we can test your theory. Sounds like we're trying to be superheroes or something. It's no biggie. It's just a house of horrors. Die vier Animationen, die machen alles hier perfekt. Which proves what's so weird about this.
How can a funky place like that afford a $100 million reward? Who knows? Maybe they'll make it take so long to get through it, everyone will give up, go home, and the horror honchos will end up with a lot of free publicity. Or else the whole thing is a hoax, and they don't have the money at all. I agree with him. I'm down with that. Ciao. I'm not voting or going. For real? Are you positive? You sure? Yep, you heard me. Okay, Your Highness, the three humble slaves shall bring back the $100 million, and you'll be sorry. I can't wait to commune with the undead. I'd use the money for a chainsaw and hack my way into fame and fear. Oh, brother. Okay, then. We'll catch you later, Eriko. Let's go! That's kind of too weird, though. Ja, da ist sie, die andere. Können wir jetzt ein klein bisschen runterdrehen, Regie? Den Sound? So großartig ist es. Oh, schöner Resident Evil-Moment. Das ist hier, ja, genau. Der Titel wird hier nochmal genannt. Sie haben Einladung bekommen nach Illbleed, einem Vergnügungspark, und da ist ein 100-Millionen-Dollar Wettbewerb. Ich kann sagen, wenn du überlebst, kriegst du 1 Million. 100 Millionen. 100 Millionen Dollar. Würde ich glauben, dass wahrscheinlich die meisten nicht überleben. Also, ja, da würde ich sogar Leute hinschicken. Risiko, ja. Ja. Und die gehen dann so, ach ja, klar, machen wir das, kein Problem. Die wollen alle drei gewinnen. Mhm. Und jeder, die teilen das untereinander auf. Ja, ihre Kollegen sind ohne sie losgegangen, weil sie keinen Bock hatte. Das ist zu gut, Gregor. Warum spiele ich das jetzt erst? Ja, frage ich mich auch, ne? Aber du wirst gleich sehen, warum du das jetzt erst spielst, weil... Das ist ja wie Deadly Premonition, so wie ich mir Deadly Premonition vorstelle. Wir haben es bis heute ja nicht gespielt, weil wir es aufheben für Spiele mit Bart, aber also, so stelle ich mir das vor. Oh, oh geil, dieser Balken oben. Mhm. Sight, Hearing, Smell und Sixth Sense. Also, um es mal kurz zusammenzufassen, ja. hör die Musik auch hier mal an im Vergnügungspark. Das muss so das Markenzeichen der Blues-Dingermacher sein, dass die immer die unpassendste Musik auswählen. Also ja, musikalisch, du musst dir eben vorstellen, wir sind in diesem Vergnügungspark drin und der Macher des Vergnügungsparks hat diesen Wettbewerb ausgerufen, 100 Millionen Dollar, wenn du das da überlebst. Wir haben spezielle Einladungen bekommen, das hier wir sind in der Hub-Welt hier momentan, ja. Weil jede Attraktion, die wir besuchen, ist in so Kinos aufgeteilt, Kinoseele, wo du reingehst. Und vorher kannst du hier zum Beispiel deine Health aufladen, wenn du dann zwischen den Missionen das machst hier. Damit machen die Kohle. Genau, hier bringt das damit im Moment. Damit kriegen die 100 Millionen. In dem damit, ja, genau. Ich habe $3,000, die ich ausgeben kann. Das kostet natürlich auch alles mega viel, was man ausgeben möchte. Zum Beginn kannst du noch nicht so besonders viel machen hier. Na, du kannst dir erstmal die Sachen angucken, aber eigentlich müssen wir erstmal rein und den ersten Wettbewerb oder die erste Attraktion überleben, um dann unsere Freunde zu finden. Na gut. Du siehst hier auch die schönen Aufbauten. Ja. Du hast die Leisten gesehen, oben und unten. Also, mal sehen, ob ich es vernünftig zusammenkriege. Oben, die Leiste, zeigt natürlich deine verschiedenen Sinne, die wichtig sind. Die vier wichtigsten, also hören, riechen, sehen und der sechste Sinn. Ja. Zusammen also 9 Sinne. Mindestens 9 Sinne. The Visitor Bank, ist das der... Ah, okay, hier kann man dann... Ja, hier kann man, glaube ich, dann nach Charaktere tauschen und so weiter. Auf jeden Fall alle Services, die du machen kannst, anstatt aus Menüs, kannst du das hier locker über die ganzen Häuser machen. Das ist ein bisschen mehr integriert. Unten hast du noch mehr Leisten. Das Grüne ist deine Energieleiste. Und ganz rechts ist dein Puls. Weil es ist ja alles so schrecklich, das, was wir da drin sehen. Aber ist 50 ein guter Puls? Anscheinend schon, ja. Schon ein einfacher Easy-Puls. Okay. Ich wollte nur wissen. Sie weiß, was sie tut. Man hätte auch einmal nachfragen können, was denn so ein normaler Puls ist und so. Aber gut. 50 geht los! Ist alles das Wichtige. Was mich bei ihr wundert, das ist die erste Attraktion, The Home Run of Death. Okay. Ja. Und auch das Plakat ist auch fantastisch. Jimmy, my son! Jeder dieser Vergnügungsberge oder dieser Vergnügungsparks, die sieht zwar aus wie ein Kinoeingang und da bist du richtig in der Attraktion nachher drin. Es sieht aus eben wie die Location, die sie darstellen soll. Die nächsten Filme sind natürlich noch verdeckt. Coming soon. Ja, es ist alles hier ist. Und
Was mich wundert, sie hat mir gesagt, ihr Vater hat sie, weil ihr Vater hat ja auch so Horrorattraktionen gebaut und hat sie ja nie ausprobiert, dass sie abgehärtet ist. Aber sie erschrickt sich vor dem kleinsten Scheiß. Ja, sie haben es irgendwie anders gedreht. Sie hat eine übertriebene Paranoia vor Erschrecken. Ja, wahrscheinlich. Oh, warte mal, muss ich nochmal. Was steht hier dran? Dummy? Steuerung ist übrigens auch ganz, ganz schrecklich. Jetzt komme ich nicht dahin. Dummy Man. Wo steht der? Midnight. Okay. Horror-Movies ohne R am Ende. Ja, finde ich auch gut. In POX statt hier. Dummy Man finde ich auch gut. Der da. Also, Home Run of Death. Ja, siehst du den? Der hat so einen großen Schraubenschlüssel. Ja. Das ist der Ikea-Man. Ikea-Man. Und sein größter Widersacher ist der Sechskantschlüssel, ne? Ja. Der hat den Sechskantschlüssel des Todes. Oh nein, es ist eine Schraube, wo das Gewinde ab ist. Ah, wie soll ich das schaffen? Am Ende wird alles mit dem Hammer gelöst. Was glaubst du, was der Home Run of Death für eine Geschichte ist? Könntest du das erraten? Der, also ich weiß es nicht. Also irgendwas, nee, um ehrlich zu sein, also einer stirbt, der Sohn oder der Vater. Ja, also mehr sein weiß ich es nicht. Also mal gucken, falls Sie nicht vorlesen, übersetze ich das Home gleich Run mal. Weil er macht einen Home Run und dann stirbt, immer wenn er einen Home Run macht, stirbt jemand. Das wäre cleverer als das, was hier drin ist. Nein, es ist tatsächlich gar nicht so unlustig. Ein verwunschenes Baseballfeld. Wir erklären die Geschichte hier. Oh ja, wie das Feld der Träume, und ne? Ja, das und Feld der Toten. Und er merkt immer, wenn er einen Home Run macht, dann stirbt irgendwo jemand, den er nicht mag oder so. Naja. Also da gehen wir, das ist das Haus, in das wir gleich reingehen. Scary. Also, du spielst einen Sport, ein Spiel und du weißt, dass du entweder... Achso, der erklärt es gerade, glaube ich. You never expect to die before your dreams come true. Neither did Jimmy or his father, Gail Banballo, a Minnesota innkeeper. He set up a secret baseball practice arena in the basement of his inn, where he and his son practiced day after day. Baseball im Keller! His hard work and batting skills finally led his team to a state victory. It started out a crisp spring day. But before Jimmy could go outside to play, he and his dad went downstairs to bat the ball around a few times. Upstairs, some teenagers had been playing with fire, turning the inn into a raging blaze that was soon out of control. The inn was a total loss, and so was Jimmy. Burned in minutes. Mr. Banballo was so badly maimed, he turned into a hideous monster, oozing and bleeding, snarling and growling like a beast, enraged. And bent on revenge. Wieso Revenge an wem? Achso, die Kinder, ja, die Feuer angemacht haben. Ja, ich hab das mit dem Feuer nicht mehr gekriegt. That wasn't enough for Banballo. He won't leave his inn or this his This wasn't enough. So there he waits, in ambush. Okay, also der hat seinen Sohn verloren durch das Feuer und ist stinkwütend geworden. Ja, halb verbrannt. Home Run of Death. Wobei, also die haben das Haus verbrannt gelassen. Niemand gibt ihm was zu essen oder verarztet den Typen, der da... Egal, ne? Ja, weil die alle getötet werden, wenn die reingehen. Ach, wahrscheinlich. Ne? Die Ersthelfer wurden getötet. Die Zweit- und die Achthelfer. Die Acht, irgendwann war das Bravo- und Alpha-Gamma-Team, waren alle da. So. Also wir können hier über $50,000 gewinnen für die erste Mission. Das sind die Bedingungen, die wir haben. Unter 50 Minuten für die Mission. Du musst 25 Fallen erkunden. Ah, okay. Gleich also deine du musst Herzrate einfach durchlaufen dafür. Und musst Genau, überleben. Du musst okay. Also bestimmte Bedingungen hier erfüllen. Wir können im Moment noch nicht viele Charaktere auswählen, weil wir haben ja nur Eriko, mit der wir hier angekommen sind. Aber wir werden dann natürlich noch mal ein bisschen mehr haben später. So, ich hätte dir den Controller in die Hand gegeben. Ich möchte nur das System einmal zeigen. Weil ich, will ihn gar nicht, in die Hand. Das Laufen erstmal. Okay. Ja? Ich weiß nicht, wer sich dieses System ausgedacht hat. Okay, also wenn du den Stick, den linken Stick, schnell in eine Richtung bewegst, dann läuft sie. Wenn du aber nicht laufen willst, dann musst du den Stick langsam bewegen und dann geht sie. Egal wie weit der Stick ausschlägt. Wenn du laufen willst, musst du wieder loslassen und dann schnell in eine also Richtung es geht machen. Nur um die Beschleunigung am Es geht Anfang. Um die Beschleunigung, ja. Und das Laufen ist kontraproduktiv, weil dann deine Herzrate hochgeht. Hier überall im Park sind Fallen verteilt, die mir auf die Herzrate gehen und die Energie dann runtersetzen. Wie zum Beispiel... Was? Jetzt bist du tot? Da ist ein Stück Holz runtergefallen. Keine Ahnung, warum ich so ausgeblutet bin, aber immer, wenn sie sich erschrickt, blutet sie aus ohne Ende. Naja, das war Vielleicht ist der, die, diese Zeit auch, im Monat. Hat ja. sie ja getroffen. Im Grunde, das war aber der Übungsbalken hier. Ah, okay. Meine Herzrate ist hochgegangen auf 55, der hat zum Glück keine Energie abgezogen im Moment.
Also, ich muss sehr vorsichtig hier entlang gehen, weil du musst auf die Leiste oben achten, ob du irgendwo was in der Nähe mitbekommst, ob hier was ist. Was ich nicht gewusst habe, wo ich es die ersten Male ausprobiert habe und gedacht habe, was ist das, ich verstehe das nicht. Mir fehlt ein bestimmtes Tool. Das befindet sich nämlich hier hinten in diesem Baum. Das muss man in jedem Level erneut finden. Das ist der Horrormonitor. Mhm. Also, was der Horrormonitor macht, ist, du kannst mit der Ego-Perspektiven-Funktion den Horrormonitor aktivieren und du kannst dich dann umschauen und sozusagen, wenn dir irgendetwas auffällt, dann sagen, okay, ich merke mir das. Ne? Weil dann wirst du nicht erschrocken, wenn da eine Falle ist. Okay, du siehst dir also die Falle an, sagst, okay, da ist eine Falle und dann erschrickt sie dich. Da zum Beispiel könnte ich jetzt was draufklicken, nur ich sehe keinerlei Ausschlag da oben. Das bedeutet aller Wahrscheinlichkeit nach, dass da nichts wäre, wenn ich das anklicke. Und es kostet mich aber Adrenalin jedes Mal, wenn ich irgendwas markiere. Das heißt also, ich kann auch nicht unendlich rumgehen und markieren die ganze Zeit. Deshalb sollte ich im besten Fall langsam gehen, damit man nicht irgendwie reingelegt wird von den Anzeigen da. Und es kann alles Mögliche sein, bevor du erschrickst. Es kann ein Stück Wand sein. So, jetzt siehst du Sight. Ne? Das bedeutet, ich kann irgendetwas sehen in meinem Blickfeld, was mich erschrecken könnte. Und ich könnte versuchen, das zu finden. Hier zum Beispiel auf der Bank könnte was sein. Hier. Das kann ich jetzt markieren. Du hast gesehen, meine Adrenalin ist runtergegangen. So, und ich gehe mal zu dieser Stelle jetzt hin, langsam. Aha. Ja. Und dadurch, dass ich klug war, hat mir das keine Energie abgezogen. Da habe ich plus 90 Gehirn bekommen. Aber hättest du nicht normalerweise einfach runterfallen müssen? Und jetzt kannst du drüberlaufen. Sie wäre nicht runtergefallen, sondern es wäre aufgegangen. Sie hätte sich erschrocken und wieder 800 Liter Blut verloren. Ich verstehe. So, ich gehe jetzt mal. Verstehen ist, es ist sehr darum schwierig. Darum geht's hier nicht, ja. Es ist sehr schwierig, dieses Spiel, ja. Also sehr, sehr schwierig zu kapieren. Und es macht auch sehr wenig Spaß, leider. Okay. Aber es ist eine sehr interessante Idee, muss man, glaube ich, sagen. Die Mechanik habe ich nirgendwo anders gesehen, ja. Könnte schon gut sein, wenn man mehr daraus gemacht hätte. Und wo Blue Stinger ja wirklich nur eine Resident Evil-Kopie, eine schlechte Kopie war, finde ich, ist das eine originellere Idee. Ja, du musst versuchen, wirklich auszuprobieren. Es ist viel Trial and Error. Ne? Zum Beispiel jetzt hier, was hier ausgeschlagen ist, Hearing ist ausgeschlagen. Ich würde mal schätzen, es ist das Telefon. Da vorne ist, habe ich das Telefon markiert. Ach, so, ah. Ja, ja. Okay. Immer in der Nähe, aber es können natürlich auch ganz andere Sachen sein, die dich jetzt anspringen. Nee, ich war vorbereitet, ich glaube, das Telefon hat geklingelt, ich hätte wieder 12 Liter Blut verloren danach. Und ich gehe mal einfach so weiter, ohne zu checken. Jetzt wäre irgendwas inside, was ich sehen könnte. Ne? Im Moment. Gehen wir mal entlang. Ich könnte natürlich auch laufen, aber das macht meine Herzrate hoch. Also noch habe ich Glück. Ich hätte die zerbrochene Lampe natürlich dann vorher markieren müssen, um es dir mal zu zeigen, wie das denn hier funktioniert. Und ich habe Energie verloren unten, meine Herzrate ist auch weiter runter. Ja, krass, geht ja, die geht wieder runter auch. Genau, da oben, man sieht, diese rote Leiste ist dazu, die Herzrate geht runter und diese rote Leiste ist, glaube ich, noch Schaden die, oder so. Wenn die ganz hoch ist, explodiert, glaube ich, mein Herz. Ah, ja, das, ja, der Herzlos-Explosion. Das ist ja ganz, ganz blöd. Ja, so, also, gehen wir weiter entlang. Jetzt, nichts schlägt aus, aber ich meine, ich hatte das mal ausprobiert, dass da tatsächlich hier auch noch mal die Tür oder sowas ist. Weil es schlägt hier im Moment nicht aus. Theoretisch müsste ich ja sehen, was jetzt hier damit ist. Mal gucken. Ja. Oh, wenn ich falsch liege, da steht da nothing special found und ich habe einfach Adrenalin. Du hast Adrenalin verbraucht. Das kriegt man aber auch wieder zurück oder wie läuft das? Ich habe bisher, Items kriegst du das Adrenalin. Items, das ergibt ja alles. Es gibt auch Gegner, aber irgendwie habe ich es nie zu einem Gegner oder weiter von dem Gegner geschafft. Okay. Richtig. Oh, jetzt bin ich gelaufen. Oh, Smell. Okay. Was könnte schlecht riechen hier? Hinter der Tür irgendwas sein, ja. Da oben? Oder liegt hier irgendwo was? Todes. Hier vor der Tür riecht's bestimmt. Ich habe nichts Todes gesehen, was hier riecht. Okay, es war korrekt. Ah, okay, das ist ja dann aber echt auch ein bisschen Es ist sehr Trial and Error. So, jetzt haben wir wieder Sight. Ich gehe trotzdem mal entlang. Okay. Ich sollte es theoretisch wieder sehen können, was hier ist. Ich würde sagen, es ist wieder eine Lampe. Meinst du, es ist eine der Lampen? Nee, es sind vier Stück, also es kann natürlich echt alles sein. Also es könnte die sein, es könnte da hinten ist eine offene Tür. Könnte aber auch eine Lampe von oben sein.
Aber es ist schon was. Versuch mal zu riskieren, dass es die offene Tür ist. Ein bisschen, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Es war die Lampe. Wirklich? Aber sie ist nicht ausgeblutet immerhin, ne? Nee. Ist nur umgefallen. Überraschend. Haben wir nochmal Glück gehabt. Und so musst du nach und nach den ganzen Schissel ausloten. Plus, es gibt natürlich auch richtige Kämpfe, die man hier später machen muss. Ja? Mhm. Nothing special for. Wie muss ich mir die vorstellen? Soweit ich gesehen habe, waren die aus der Ego-Perspektive irgendwie. Und du musstest dann speziell deine Knöpfe in einer bestimmten Reihenfolge drücken. Also mit Nah- und Fernkampfattacken. Okay. Ich habe per se ja nichts gegen solche Erkundungsspiele und alles, aber Trial and Error ist natürlich auch nervig, wenn du so ähnliche Güter wie Energie hast dabei. okay, irgendwas könnte in den Lockern hier drin sein und riechen, ne? So alte Socken könnte ich mir vorstellen, aber sie geht ja auf alle Locker rauf. Den wirst du niemals finden. Da ist was, der Feueralarm, oder? Könnte ein Feueralarm sein. Ich markiere mal die beiden Sachen und hoffe auf das Beste. Aber das ist doch eher Sixth Sense, oder? Als riechen. Naja, gucken wir mal. Ach, schaut's gut aus. Habe ich das nicht markiert? Man sollte meinen, du hast es. Oh, ja, dann hab ich auch. Vielleicht. Ah, okay. Ja, gut. Es hat mich nicht erwischt. Aber wo kam das jetzt raus? Genau. Es kam einfach aus dem Fenster wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Wenn hier aber ein verbrannter Innkeeper ist, der seinen toten Sohn beweint die ganze Zeit, ist das seine Hand gewesen, wo er draußen kurz mal reingreift? Oder was soll das gewesen sein? Naja, das ist sicherlich jemand, den er sich für den Zweck angestellt hat, den er auf Halbzeitbasis, auf Halbkörperbasis, weil er ja auch nur halb rein muss, beschäftigt. So, smell. Das könnte das Blut sein. Was steht hier? Bitte. Do you see, please? Do see here? Wash, never mind. Das ist Coronavirus. Eindeutig. Ich denke auch irgendwas. So, eine von diesen Dingern riecht bestimmt ganz schlimm. Aber warum riechen? Das ist denn wirklich. Also, wenn das Blut da so abgestanden ist, kann man auch. Ich mach mal den hier. Es ist unglaublich schwer abzuschätzen, was könnte hier riechen. Ich meine, es könnte alles riechen. Aber? Du hast so ja recht gehabt. Und es war der einzige Spiegel, der nicht kaputt ist. Wahrscheinlich aus dem Spiegel. Ja. Sowas irgendwie. Also eigentlich muss man es eben durchspielen und immer wieder sehen, wo was ist. Und dann reagieren. Oder natürlich austesten. Oder Alter. Okay, dass sie das erschrocken hat, kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Packen die da immer einen neuen Typen hin, dem der Kopf platzt? Oder muss der Typ einfach dann sich immer einen neuen wachsen lassen? Das ist Tagelöhner, ne? Also wirklich ein Tagsjob und dann wird ein neuer gesucht. Das ist ein Knochenjob. Wobei, sein Kopf ist wieder da. Sein Kopf ist wieder da! Aber das muss ich mir genauer angucken. So, jetzt hast du auch kein Problem damit. Sein Kopf ist wieder da. Dem ist nur der Nacken geplatzt. Anscheinend, ne? Das Nacken-Alien. Hinten aus dem Rücken. Das erklärt so vieles bei Ede. Ede hat ja 5 Kilo abgenommen und auch Rücken. 5 Kilo Nacken, oder? Ja, nein, ich nehme mal, es sieht so aus, als wäre es vom Nacken, ja. Nee, also fit. Fit ist er. Das wer hätte ist das wieder? Was. Das heißt, er kommt als Adonis wieder zurück? Nee, dann? Er sagt, es ist die Ernährung. Er meint, scheiß auf Sport, es ist die Ernährung. Es ist 100, also Ernährung macht 85% aus, ne? Chirurgie macht dann die Rest. Chirurgie den Rest, ja. Die restlichen 40 macht Chirurgie aus, dann ja. So, wir haben es rausgeschafft und leben noch, was ganz gut ist. Ich bin meistens nämlich schon, ich bin einfach durchgelaufen und abgekratzt. Du hast es eigentlich ganz gut gemacht. Aber viel weiter habe ich nicht mehr gespielt. Also mehr weiß ich nicht Bescheid. Die Größenverhältnisse sind auch relativ komisch. Also die Türen sehen so aus, als ob sie 20 Meter groß sind, wenn du da dran bist. Das war aber häufig so in den frühen 3D-Titeln. Da können wir nichts machen. Sixth Sense. Es ist auch ein sehr, sehr großes Inn, sehe ich hier gerade. Und genau, hier hinten war ich dann noch einmal, das ist der Safe-Punkt. Also, dass man auch Safe-Punkte innerhalb hat. Jetzt können wir ein bisschen herumprobieren. Ah, oh, schön, die Memory Units. Die gute alte VMU. VMUs. So, willst du versuchen oder soll ich aufs Beste mal weitermachen? Ja, mach doch mal weiter. Ja, okay. Ich muss das nicht anspielen, wirklich nicht. Wir können gerne noch mal einfach weiterspielen, gucken, wann sie dran ist. Ja. Aber wir haben ja noch 3 andere Spiele. Wir haben auch noch 3, ja, die haben wir alle nicht gerettet. Achso, die anderen Spiele meinst du nicht, die Spieler. Weil nee, ich scheiße, noch 3 die Charaktere nee, jetzt hier. Ich meine die Spiele. So. Wir hatten damals in den einschlägigen Foren, wo wir unterwegs waren, gab es ganz große Fans dieses Spieles.
Ne? Ich hab immer dann daher kenne ich es. Was ist denn das für ein Ding? Das war bestimmt echt cool. Also es ist so, mir ist immer aufgefallen, dass die Leute, die es gut fanden, das Blut, was da enorm viel verschwendet wird, gefeiert haben und dass da eben auch eine intelligente Idee dahinter war. Das fand ich immer reizvoll. Aber jetzt, wo ich sehe, kann ich schon verstehen, wo es herkommt, die Begeisterung, aber ich kann sie nicht mehr wirklich nachfühlen, um ehrlich zu sein. Man kann da auch nur begeistert sein, weil es eben was Neues ist und weil es damals auf jeden Fall rausgestochen ist aus der Masse. Aha. Aha, da ist es so ein Flashback, nee, ein Forward, Zukunftsvision, oder ist es ein Kampf? Nee, es ist ein Kampf, glaube ich. Geh mal auf den H, Helikopter-Symbol. Ich glaube, du musst auf das Helikopter-Symbol, sonst wäre das doch nicht so präsent da, oder? Nee, okay. So ein Quatsch. Das ist ja richtig schlecht. Ja, was war... Alter. Ah, nee, weißt du, was das H ist? Das hatte ich gelesen, nämlich. Du kannst von einem Rettungshelikopter gerettet werden hier. Ja, klar, sehe ich ja. Aber ich meine, da oben ist auch die, siehst du, da ist eine Leiter durch die Decke. Der Knopf. So, zack. Ah, okay. Zack. Aber zack. Genau, du willst sie ja gar nicht. Zack. Du willst sie nicht erledigen. Ich frage mich, warum ist das ein Martial-Arts-Kampf hier? Das ist ja alles richtig, richtig furchtbar. Mein Gott, ist das schlimm. Kann sie überhaupt etwas machen? Unaufhaltsam schlägt sie ein, das Blut spritzt in Strömen. Venenarius Aviditatis gefällt das. Ja, ich kann dir jetzt irgendwie aber nur alles Gute wünschen. Oh, er ist umgefallen. Gut. Und die Seele, na wohl, die hast du jetzt auch noch. Und der Hubschrauber fliegt weg. Ich hätte mich retten, glaube ich, lassen können mit dem Hubschrauber. Ja, also von allen, das war nun wirklich das Allerdämlichste, da so einen Hubschrauber noch von oben kommen zu lassen. Jetzt mal ernsthaft. Ach nee, ich blute jetzt, glaube ich. Und habe ich denn irgendwelche Items, die ich benutzen kann? Das ist die Map. Wir waren bisher da unterwegs. Okay. Wie konnte ich nochmal Items mit Start, glaube ich? Habe ich denn was gefunden? Natürlich nichts, um meine Blutung zu stillen. Wir haben den Horrormonitor, aber sonst nichts. Gerade im Moment. Okay, es ist mein Blut, was tropft hier. Okay, wieder der sechste Sinn. Wie ging das nochmal damit? Ich sag mal die Tür. Nein, umsonst. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ah! Noch ein Kampf mit. Okay, also die Kämpfe. Das sind zwei Kämpfe. Die sind ja. Die passen ja irgendwie gar nicht ins Konzept, finde ich. Aber da fühle ich mich gerade an Blue Sting erinnert. Also es ist so ein bisschen, die Modelle sehen tatsächlich so ähnlich aus wie die Zombies. Uiuiui. Komm, lass dich retten vom Helikopter. Es geht scheinbar auch gar nicht. Doch, ich konnte hier auf... Die sind mir aber auch direkt dann... Ach Gott, das muss einen ja wahnsinnig gemacht haben. Ja, jetzt denk doch mal drüber nach, über diese ganzen positiven Berichte im Maniac Forum. Ja, und jetzt... Denk auch mal drüber nach, dass da Leute richtig Geld für bezahlt haben und das dann bekommen haben und das ihren Freunden gezeigt haben. Und alle mussten sich das angucken und sagen, ja, das ist, glaube ich, das ist die neue Zukunft, das Dreamcast-Grafik. So sind die Spiele jetzt. Ab jetzt ist nur noch, das. Die Future angesagt, ne? Ja, furchtbar. Du hast es vorhin im Vorgespräch bei mir gesagt und du hast einen gewissen Punkt. Bei Dreamcast waren damals alle Spiele geil, aber wenn man sie heute sich anguckt, sind sie eigentlich fast alle schlecht gealtert. Ja, es gibt's. Also von einem Sonic Adventure bis hin zu eigentlich auch sonst die Titel, die man kennt, siehe Code Veronica und so, da habe ich viel bessere Erinnerungen dran, als es dann war und das ist schon interessant. Also es ist irgendwie merkwürdig. Ich weiß nicht, was es speziell beim Dreamcast so der Ära gewesen ist. Was vielleicht war da wirklich Grafik vor allem bei vielen Sachen. Okay. Ah, Smell, das ist bestimmt der offene, hier der Ofen da vorne, ne? Der Ofen, das Gas. So, die drei reichen mal. Ey, jetzt sag... Da kann doch keiner mit rechnen, dass plötzlich das Blut anfängt zu kochen. Muss dich aber beeilen, jetzt muss das Blut... Oh, es ist schon weg jetzt. Jetzt ist es schon weg, jetzt hab ich's. So, aber das? Okay, da hätten die Teller bestimmt geklappert. Übrigens Teller. Ist eigentlich schade, dass man das dann nicht sieht. Es wäre doch besser, wenn man wenigstens sehen würde, was passiert ist eigentlich. Ist schön, sollen das runde Teller mal gewesen sein? Wobei, bei Tellern kann ich es verstehen. Ja. Ne? Das sind die Reifen von damals. Hey, was willst du machen? So, das hier aber. Ach.
Ach, die Dunstabzugshaube. Krass. Aber das habe ich doch angeklickt, oder? Du hast da was angeklickt, aber es hat scheinbar nicht... Oh, aber schau, guck mal, wie viel das hier gemacht hat. Oh, da liegt, oh, liegt jemand da jemand im Ofen? Das glaube ich, nur jemand ist. Ja, das war mal doch jemand. Das wäre doch eine gute Gelegenheit, jetzt da einen Menschenkopf oder so reinzulegen. Also es soll doch, es soll doch ein Horrorspiel sein. Stattdessen einfach einen normalen Braten. Am Ende ist es dein eigener Kopf. Ja, das wäre ganz schön schuppig. Ich habe Salat gefunden. Sicher, aus dieser Küche esse ich mir erst. Man findet keine Freunde mit Salat. Oh Mann. Den esse ich jetzt. Das solltest du. Das ist ein guter Salat. Grilled Chicken Caesar Salad. Mild Recovery of Stamina. Geil. Okay, meine Hitpoints wieder hoch. Aber das Adrenalin, guck mal, ist 355 auf 540. 540. Es geht ja wieder von alleine runter. Wenn du achtest, die rote Leiste, die dödelt da weg und das andere geht runter. Was ich zum Glück hier, wir spielen das hier über den Emulator hier machen kann, ich kann zum Glück vorspulen. Das ist hier sehr praktisch. Das ist sehr praktisch, damit wir nicht sofort abkratzen jetzt hier. Aber auch kriegst du dann die 100 Millionen auch? Ja, ich kriege ich wahrscheinlich nicht. Ich bin froh, wenn wir überhaupt das Ding hier überstehen, halbwegs. Aber anstatt jetzt hier 10 Minuten zu warten, um hier noch mal ein bisschen länger zu überstehen. Na toll, oh! Gregor, der alte Cheater. Steak Dinner. Okay, kannst du gerne weitermachen. Ich spiel doch nicht mehr, Gregor. Ich stehe darüber allein. Du stehst darüber? Ich kommentiere also, nur noch. Steer Filet with Potatoes. Steer ist. Ist es Reh? Das ist nicht Stier. Full Recovery of Stamina. Benutze ich dann noch nicht, weil Full Recovery hört sich geil an, ne? Ja, das heben wir uns auf. Das heben wir uns für später auf. Für die nächste Folge. Ja. Wie ist es für euch auch? Nein, eine Guillotine-Tür. So eine wollte ich auch mal haben für meine. Jetzt esse ich das Steak. Für dein Büro. Kommen Sie doch rein. Wenn Sie können. Ja. Kommen Sie rein, wenn Sie können. Wenn Sie können. Machen Sie das. Was denkt ihr denn da draußen? Habt ihr Erfahrung mit dem Spiel gemacht? Ist das was für euch? Ist das ein verlorener Klassiker wirklich? Oder seid ihr auf unserer Seite? So, Side. Also, hier kann irgendwas klappern. Die Plakette da vorne. Eindeutig. Bist du es, Plaketti? Wie ist denn der Tenor da draußen? Was ist die Bestandsaufnahme? Also die Leute mögen das Trashige und haben Spaß damit, sind aber auch einige wollen jetzt langsam mal wieder ein anderes Spiel sehen. Ja, dann wir machen das noch, bis wir abkratzen hier. Und dann können wir ja wechseln gerne. Vielleicht treffen wir tatsächlich den Innkeeper hier noch. Du, ich bin noch nicht angeödet von dem Spiel. Es ist halt schön bizarr und in seiner simplen Art irgendwie natürlich auch anziehend. Aber heute kann man das ja auch anders sehen. Also heute, wir haben kein Geld dafür ausgegeben. Mhm. Wir können das mit den Augen das von 2020 sehen. Und insofern macht das auch Spaß. Aber ey, damals, ich weiß nicht, ja, ob ich mich nicht geärgert hätte, dafür Geld ausgegeben. Wenn Vollpress importiert aus Amerika ist, dann eben sowas, schwierig. Heutzutage ist es zum Glück einfacher, günstiger. Testimonial, ich habe quasi ein Dokument gefunden. Glaubst du, es wird dann so sein, dass ich das dem Vater vors Gesicht halten kann? Guck mal, dein Sohn! Ja, das könnte so ein Quest-Item sein, was am Ende entscheidet. Ja. Dein Sohn, der dein Sohn. MVP! Warum er dich dann in Ruhe lassen sollte, weiß ich auch nicht, aber das könnte. Oh, der blutige. Alter, holy shit, was geht denn hier ab? Das ist ja Alter, mal geil. Der hat keine Haut und überall hat er die Rohre im Körper. Corora heißt die Krankheit. Corona. Röhrig, genau. Meister Röhrig. Oh, von hinten, ey. Na, da sieht man schon durchaus, wo Dark Souls sein Kampfsystem her hat. Das ist eindeutig Dark Souls. Na, gib ihr ein Schwert in die Hand, das ist so. Hier, Salat. Man findet keine Freunde mit Salat. Ja, Jutta. Jutta. Nein. Das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Der Propeller. Da hättest du mit rechnen können. Was? Shock Death. Wirklich?
Das ist, ich habe mich gerade gefreut, dass ich den dummen Eumel weggehauen habe. Der Propeller war's. Wer war der Mörder? Immer der. Es war immer der Propeller. Das ist super geil. Ich stell dir so einen Propeller als Butler vor, mit einer Fliege, die sich auszudrehen. Ich weiß nicht. Okay. Ja. Das war Illbleed, würde ich sagen. Hat sich zumindest mal ergeben, dass wir einen vernünftigen Blick darauf werfen können. Lass doch einmal kurz in die Werbung gehen. Wenn wir zurück sind, dann wechseln wir das Spiel und schauen, was wir gleich machen. Bis gleich. Ich hoffe, ihr hattet dann Illbleed Spaß, weil besser wird's nicht mehr heute. War mit das Beste. Relativ. Wobei, eins von denen. Es geht aber auch noch schlechter. Es geht aber auch noch schlechter und komm, warum nicht? Lass uns das nicht zu lang hinauszögern, sondern gleich mal mit das Schlechteste aus. Und wir können gerne wieder aus Ingame rausgehen und genießt dieses Intro. It's not too bad, even as a prototype. The Force of Sadako Yamamura. The Force of Sadako Yamamura? Well, it's unlikely to be a homicide case. We'll get to the bottom of this. Chief? Yeah, and I think we're just gonna have to do it that way. Hi, Meg. Please, you have to help me. Was ich auch, schon mal gut. Was ich auch toll finde, ist, dass die waren so von ihrer Aufzeichnungsqualität damals überzeugt. Ich kann nie verstehen, was die da sagen. Keine Untertitel reingepackt. Also, es ist soll einfach nur die Videospielumsetzung von The Ring, Terror's Realm, und ich bitte. Du hast dich über die Musik beschwert beim. Also, du hast ja, bei die Musik dir war angemerkt. Zumindest, also am Anfang dachte ich, sie haben was Arabisches genommen für asiatische Bilder, aber ich glaube, das ist irgend so ein Folklore-Lied oder so. Hör dir mal die Soundeffekte jetzt an. Okay, na gut. Was, echt? Das ist Froschquaken? Warte mal. Das Bestätigen finde ich geil. So, und? Klingt ein bisschen. Das ist dieser Standard-Tomatenwurf-Sound. Genau, Dagobert Duck, hier Quackshot hatte ganz viele von diesen Sounds. Ich glaube, da konnte man auch Tomaten werfen. Oh Mann. Das ist halt einfach so. Das ist Maximum falsch. Also jede Art von Geräusch, jedes andere Geräusch wäre besser. Also The Ring kennt man ja als Geschichte. Ne? Weißt du, mit solchen Soundeffekten will man auch die Stimme ein bisschen heben. Da gab es ja auch das Remake, kann man sagen, ist ja auch mittlerweile fast schon 20 Jahre alt. Videokassetten werden es heutzutage nicht mehr sein, aber das Spiel kam ein paar Jahre später raus und hat natürlich keine Videokassetten, mit die bespuckt werden, sondern es ist ein Computerprogramm. Diesmal. Mal gucken, ob es das besser macht. Sie hätten ja auch eine CD nehmen können oder einen Stream. Yeah, I'll be working with you starting tomorrow, so I guess I'll be seeing you soon. Really? That's great. So why don't we go out for a celebratory drink? Okay. I'll get ready. Promise? Promise. Bye for now. Well, who the hell does she think she is? She hasn't any idea of how important this project is. But Sadako. Robert, he didn't sound so pleased, even though it's been quite a while since we spoke. He's absolutely Mr. Thickhead, even on my last birthday. Well, today's the day he has to make up for it. Wie die Sonne fährt. Siehst du das? Machst du da gerade so einen Power Drift? Ja, und das ist mein Power Drift. What? Kommt diese Standard-Meme-Musik, die sie mal einspielen beim Driften, ne? Jedes Mal, wenn ein Drift-Meme ist. Aus Initial D. Joggt der Polizist da, oder was ist das? Ja, ein bisschen. Nein, es ist ein Gaffer ist das. Robert? Den kenne ich auch aus den Memes. Der Augenmann, der ist ja richtig gut. You're gonna have to get out of here. Or do you live here? What's happened, officer? What's happened, officer? No, I'm asking you a question. Do you live here? Hello? Miss? Watch out! Robert? Hello? Hey. Hey, stop, lady. Zweiten Take brauchen wir nicht. Ich will den Typen nochmal sehen. Und keiner ist hier. No! No, was hat sie für kleine Hände? Robert! No!
Aber ist das wegen dem Computerprogramm jetzt? Ja, aber ist nicht normalerweise die Idee, dass man mehrere Tage noch hat oder so? Vielleicht hat er es vor 7 Tagen das erste Mal angemacht. Ja, okay. Alter, das ist ja auch es ist zu gut. Like, hey, ma'am, what's happening here? Now, hold on a moment, sir. I know the two of them. They're friends. What happened? I don't believe this. Oh, man. Augen sind sehr schwierig. Ja, es ist wirklich knifflig. Yeah, I know the two of them. They're both my friends. I'm Jack, and this is Robert's girlfriend, Meg. Oh, I see. Well, I'm what sorry. Happened to Robert? Actually, we don't yet exactly know what happened to him this evening. Oh, wie es durch und durch strahlt. Es ist alles gut. Isn't this a murder? Okay. It's unlikely to be a homicide case. Not a murder? Then what's that? Did you see his face? What's happened? Oh my God! Alles First Takes. We'll get to the bottom of this. Der war wahrscheinlich die Test-Takes übers Telefon und die haben sie einfach, gut, wir haben sie. Ich weiß eben nicht, wie kann man einen Take nehmen vor dem First Take? Das war die. Und was soll ich dann da sagen, so am Telefon, das Vorgespräch? Ja. Da sagen sie das und das und das und das und schon haben sie es. Ja, wir melden uns bei Ihnen. Ja. Das hätte übrigens jeder sagen können, der da hinläuft und die arme, umgefallene Frau dann in den Arm. Ich nehme die mal mit. Ich nehme die mal mit. Ich bringe sie in ihr, ich weiß, wo sie wohnt. Oh. Bei mir, in meinem Keller. Also, sie wollte sich mit Robert verabreden, der übrigens kein besonders schöner Looker war, bevor er umgekommen ist. Der hat schon eine fiese Fresse gehabt. Ja, ja, der hat gesagt, war vieles schief. Was will die Ische von mir? Weiß sie denn nicht, wie wichtig dieses Projekt ist an ihrem Geburtstag? Ja, scheinbar wusste sie wirklich nicht, wie wichtig das war. Das hat ihn umgebracht. Jetzt möchten wir ermitteln, ja, was sie möchten natürlich herausfinden, was mit Robert passiert ist und heuert in der Firma an, wo Robert war, um herauszufinden, was da los ist. Geil. So, da war Roberts Büro, wo er oder zumindest glaube ich, nee, das zu Hause ist er ja abgekratzt, aber hier hat er gearbeitet. Also wir sollten hier nicht traurig sein, sondern einfach, auch der Schatten ist fantastisch. Alles, das Texturhemd da oben. Ja, ich kann hier, viele Dinge hier. Steuerung ist Resident Evil klassisch, also mit Panzersteuerung plus mit Viereck laufen. Dort später natürlich noch Waffen. Du musst erstmal die Story ein bisschen weitertreiben. Also Robert ist nicht mehr hier. In seinem Büro gibt's nichts, der Computer und seinen Laptop. Oh! Und oh, ist immer gefährlich, wenn es klingelt. Hallo, hallo, ich bin's Jack. Hast du dich schon zurechtgefunden? Ja, heute ist mein erster Tag. Es tut mir leid, dass ich dir so viel Sorgen mache. Mach dir keine Sorgen. Ich weiß, dass du eine schwere Zeit hast und jetzt bin ich so. Nein, zu solchen Zeiten, da macht man sich Sorgen um andere. Übrigens, hast du dir Roberts Computer angeschaut? Haben wir gerade den guten Imakue? Oder soll das Image sein? Sieht aus wie ein Kuh, oder? Mit einer riesigen Diskette hinten dran noch. Ja. Sehr an den Laptop, was ist damit? Ja, ich habe gehört, eine leicht komische Story habe ich vernommen. Ja, über die CDC Lab Member, ich glaube, das ist das CDC Lab, wo wir hier sind. Ne? Zwei Leute, außer Robert, sind ebenfalls gestorben. Mhm. Auf die gleiche Art wie Robert. Mhm. Ja, die haben sich das Dokument geteilt. Ja, aber kann ich mal gucken? Cloud, oh nein! Ja, Cloud-Sharing. Ja, genau, Cloud-Tod-Sharing haben sie gemacht, ne? Also, ich glaube, die haben beide damit zu tun. Was hat das mit dem Computer zu tun? Ja, der Computer. Alle wurden tot vor ihrem Computer gefunden. Das ist nichts Ungewöhnliches, würde ich fast sagen, in der Profession. Und in Japan auch. Ja. Oh ja, ich habe da noch mehr. Beide sind Labor, also Board Lab Workers, haben ein Programm namens Ring auf ihren Computern laufen gelassen. Hm. Ja, die Polizei dachte, es ist verdächtig. Komisch. Alle sind gestorben, die es angeguckt haben. Ja, sie haben es analysiert. Ja. Aber es hat nicht gebootet. Da können wir ja nichts machen. Dann booten wir. Jedenfalls, dann checken wir das doch mal, ob es denn jetzt bootet. Aber, fass den Computer erstmal nicht an. Er bootet ja sowieso nicht, ne? Und jetzt, also die erzählen alles zwölffach. Ja, ja. Programm. Und sie würde es verstehen, wenn es ein Virus hier ist, der die Menschen befällt, aber ein Virus vom Computer, der auf die Menschen überspringt. Ja, vielleicht ist das wirklich genau Corona. Das, ne? Vielleicht ist das die neue Virus 2.0. Die haben sich angepasst. Ja, genau. Sie ja. sind digital geworden. Shit. Ja, stell dir vor, wenn wir mal so Cyberimplantate haben, was da für Menschenviren überall rumgehen werden. Oh, hör auf, ja. Das ist krass. Ja. Also, und natürlich hat sie den Job von Robert direkt übernommen.
die sich seit anscheinend langer Zeit nicht mehr gesehen hatten, wo die, also das ist anscheinend recht einfach, den Job zu übernehmen. Ne? Muss halt nur da sein zur richtigen Zeit. Ich schaue in den Computer rein, ist mir jetzt auch egal. Okay, ein Killer-Computerprogramm, aber ich wundere mich. Hä? Ich dachte, es bootet nicht. Ringa. Please enter your name. Klar. Shut up, Mac. Okay, starting conversion. Okay, ich versuche es einfach mal. Aha, Kryo? Ja, sie hat den Computer angemacht. Ach, und dann wacht sie da auf, in irgendeiner... In irgendeiner Sci-Fi, ja. Sci-Fi, Cyberspace, irgendwas, ne? Aha, also in der Matrix, mehr oder weniger. Genau, in einem... Die Perfect Dark-Anzug oder so, ja. Also ich habe das Programm gebootet auf dem Computer und jetzt... Jetzt bin ich hier. Jedenfalls, sie sollte mich umsehen. Also du wunderst dich überhaupt nicht, dass du eine Kanone hast, die irgendwo anders aufgewacht bist? Es ist so ein bisschen, als hätten sie zwei Spiele einfach kombiniert, weil sie zufällig The Ring als Marker hatten. Also auch überhaupt, du denkst, was hat das mit The Ring zu tun? Gar nichts. Egal. Was mache ich? Oh, wir haben jemanden gefunden. Was sagst du denn da? Nun, da wo du bist, ich verstehe, wenn du verwirrt bist. Also, wo sind wir überhaupt? Ja, das ist unser Battlefield gegen sie. Wer sind denn sie? Sagst du, na jedenfalls, wir haben da keine Zeit. Einer von denen ist oben. Ja, ich bin hier im Erdgeschoss, du gehst in den ersten Stock. Officer Schnurri ist jetzt schon lange da, oder was? Ja. Also, sie ein bisschen gehört raus, zum Ring. Der Schnurri wurde ja zum Schänderring. Ja, ich also, jetzt genug, und ist die Kanone, die du hältst, denn nicht echt. Jetzt halt mal die Klappe und bring das Ding endlich um. Aber du hast mir doch diese Knarre gegeben, bla bla bla. Ah, das ist das Tutorial jetzt erstmal. Also der zeigt mir, wie die Steuerung funktioniert. Also du hast die Möglichkeit, mit dem L-Trigger das Licht an- und auszumachen. Weil die Monster werden vom Licht angezogen natürlich, so wie du es kennst. Also mit dem R-Trigger halten wir die Pistole, ja. Und die können wir natürlich dann überall dann hinzielen, wo wir... Natürlich dreht sie sich automatisch weg, sodass wir... Bisschen schießen können, schön mit Schalldämpfen. Ja, Klassiker. Ja. Da gab es echt viele Spiele für den Dreamcast, die sich so Resident Evil-mäßig angefühlt haben. Aber keins hat auch nur annähernd die Klasse erreicht. Ja. Es ist immerhin hast du hier ein Tutorial drin. Das ist schon mal was anderes. Ne? Das viele haben nicht mal ein Tutorial gehabt, wie Illbleed, was eins dringend gebraucht hätte. Mhm. Ganz normales Equipment-Menü, inklusive der Energie da oben. Also wir sehen, was das sieht halt auch aus wie Resident Evil. Ja. Hat er uns noch was zu sagen? Okay, checking. Achso, ja, du kannst die First-Person-Viewpoint machen. So. Ups, okay, das war sie. Also ich kann hier, kann ich mir ihn angucken? Da ist er. Auch so ein bisschen, ist das so, das ist so ein Bild fürs Tinder-Dating-Profil, oder? Ja, perfekt. No? Genau so. Das ist so auch, der Bauch ist eingezogen. Er zieht den Bauch ein, ne? Er sieht aus, als würde er sein Doppelkinn passt nicht zur Bauchform. Ist es ein Schnorres, den er hat? Ja, aber der hat den auch, also der hat den verdächtig an den Kanten so gestutzt, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Naja, ich muss ihn mal. Boah, ja, das ist vielleicht ist aber auch nur Schatten unter der Nase. Ja. Vielleicht sind es auch die Nasenhaare, die so. Weißt du, ich glaube, die Nasenlöcher sind gar nicht gerendert, ne? Das ist alles verdeckt von den Nasenhaaren. Ja, das ist ganz komisch auf jeden Fall. Naja, jedenfalls lass uns unseren Job machen. Wir hinterfragen nicht, sondern. Oh, warte mal, wir nehmen natürlich dieses unauffällige Fläschchen, was hier rumliegt. Wenn ich da hingehen könnte. Ja. Dieses Glas Nutella. Ah, Healing Jelly. Natürlich. So, was denkt ihr da draußen über das Spiel? Ist es schon the best game ever? Ihr könnt es direkt kaufen über den Rocket Beans Shop. Ja. Da kommt eine Truppe Rocket Beans Mitarbeiter und spielt das für euch nach. Guck mal hier, also ein Grafikfehler, siehst du den? Ja, den sehe ich. Das ist auch ganz geil. Warum auch mal nicht? Das gehört in die Matrix wahrscheinlich rein. Oh, da ist noch was. Gott, und die hatten alle immer ganz furchtbare Kameraperspektiven. Die haben es irgendwie nie gerafft, was das Besondere ist an den Resident Evil Perspektiven. Ne? Die haben
Aber nur versucht, das zu kopieren. Genau, und aber ohne, dass man sich zurechtfindet. Ne? Es und, war immer so wahllos. Nie Gedanken gemacht, wo muss die Kamera wechseln, was ist mit der Steuerung. Wie erzeugt man Horror? Das haben sie irgendwie... So erzeugt man Horror übrigens. Mit einem haarigen Affen. Ist das ein Affenmensch, ja? Sieht ein bisschen affenmenschlich aus. Ich denke an so ein Faultier, der sieht aus wie ein aggressives Faultier. Nee, aggressiv sieht er nicht aus erstmal, ne? Der ist, ja, der sieht nur ab. Vielleicht hat er eine Evolutionsstufe übersprungen, ist gerade aufgestanden das erste Mal, ne? So sehe ich morgens auch aus. Der will doch nur duschen. Ja. Der hat noch die schönsten Augen. Alter, das war einfach so, ne? Niedergerotzt. Aber vielleicht war er ja einer von den Guten. Vielleicht wahrscheinlich. Stellt sich am Ende fest, du bist in einem Supermarkt und träumst das alles nur. Er wollte eigentlich, ja, das war eigentlich der Supermarktverkäufer, den ich mir vorgestellt habe. Kann ich Ihnen helfen? Ich werde nie wieder jemanden. Und du kommst dann in den Knast. Also da war doch noch ein Item hier hinten, oder? Typ liegt da einfach. Also wir haben ihn erledigt jetzt mit unserer Kanone. Handgun Bullets, okay. Das ist schon mal gut. Nein, du brauchst kein Resident Evil oder Dino Crisis und andere Sachen. Spiel doch The Ring. Zum Glück wird es mit der PS2 besser, da gab es bessere Survival-Horror-Titel. So, ich habe ihn besiegt, aber jetzt mein Körper. Tja, die Matrix. Ja, es ist aber schon auch irgendwie schon interessant. Also der Anfang ist schon irgendwie, es passiert was, man hat irgendwie das Gefühl, okay, die Geschichte kommt voran. Man wird so reingesaugt, obwohl es wirklich totaler Crap ist. Aber warum sind wir jetzt wieder raus? Wir haben es jetzt geschafft, scheinbar. Ja, wir haben zumindest die initiale Begegnung. Ja, ach so, okay, und ab jetzt geht der Countdown sozusagen. Ja, los. Genau. Also ich habe den Zusammenhang zu Ring noch nicht ganz verstanden. Ja, der Download muss doch fertig sein mit der Message. Ja. Muss wieder empfangen haben. Also, was ist jetzt hier? Ja? Also, Jack sollte keine Witze machen. Da klingelt das Telefon. Jack, ich erzähle ihm gleich mal was hier. Aber das Telefon klingelt, ne? Das Fax klingelt. Hallo? Hallo? Sie haben noch Dad. Sieben Tage. Nur noch 7 Tage. Muss dann aber das Telefon noch klingeln, damit es da erscheint? Weil da kann die einfach nur rauskommen und dann ist der Strom da. Sie glaubt es ja auch nicht, ne? Sie glaubt bis heute nichts. Nee, Vertrauen. Ja, jetzt soll es. Also. Ja, sie geht damit irgendwie gefasst um. Ja, also sie war auch überhaupt nicht geschockt, dass sie in der anderen Dimension gelandet ist und riesige Faultiere erschießen muss. Ihre Bücher sind abgelaufen, jetzt ihre Life. Jetzt richtig, ja, guck mal, wie sie atmet. Richtig pisst. Hey, Regie, könnt ihr mal auf dem Brustbereich der Kollegin sein? Weil Atemfunktionen umsetzen, das finde ich. Oder könnt ihr reinzoomen kurz auf den Brustbereich der Lady mit dem gelben? Aber macht das bitte, ich habe damit nichts zu tun. Nein, ich will einfach nur mal. Also, atmen ist ja schön und gut, aber die werden ja größer und kleiner hier, oder? Ja, das ist, als ob die auf- und abpumpt gerade. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Das ist ein Duell der Atmung. Atmungen. Ich gehe mal näher ran. Ja, aber es ist schön, nee, finde ich, man merkt, sie ist wirklich pisst. Also ja. Sie ist extrem empört. Sie hat quasi Adrenalin aus dem anderen Spiel. Da ist auf die Hüfte sind die beiden geklippt. Das geht auf die Hüfte. Ich wollte nur einmal sicherstellen, dass es so umgesetzt wurde. Mein Name ist Chris. Bist du Mac? Hallo Chris. Ich bin Mac Rainman. Mac Rainman. Ja, einfach geil. Freue mich, dich zu treffen. Sieht so ein bisschen aus, die wäre in Horrorfilmen heute die kleine Tochter, ne? Die immer so grimmig reinguckt. Ja, das ist kein das ist die, da guckt man nicht gerne hin. Ist die aus Hereditary. Wir müssen nicht so förmlich sein, es freut mich, dich zu treffen. Das sehe ich nicht, dass es dich freut. Ich weiß, es ist plötzlich, aber der Chief fragt nach dir. Ich zeig dir sein Büro, wenn das okay ist mit dir. Ey, aber ey, ihr Quetschkopf, ey. Es ist so wie die zwei Stimmen, die man im Kopf hat. Engel und Teufelchen so. Der eine mies gelaunt, die andere ist viel zu optimistisch. Ey, kann es sein, dass jemand sich mit den Proportionen des Kopfes vertan hat? Er sieht aus, als ob jemand zusammengedrückt hat oben, ne? Also da, als ob man 10 cm reingedrückt hat, reingequetscht, ne? Er hat so diesen Frankensteins Die kann ein Tablett da drauf haben.
Ich habe auch eher das Gefühl, wenn du sie von der Seite siehst, dann hat sie vorne so einen wulstigen Vorderkopf wie so ein Schirm, wie so ein Baseballcap. Das ist das Playmobil-Haar, was sie hat, ne? Was man so komplett abstecken kann. Du weißt, was genau, ich meine, so ne? Zack. Klack, so sieht das aus. Ja, schön. Nicht so freundlich sein, also folge mir. Ich bewege mich ganz natürlich und ich komme hinterher. I'll be back. Und da beschwert ihr euch noch über die anderen Spiele, die wir heutzutage zeigen, ne? Also wir sind im Büro vom Schäpke. Ja, vor allem, wenn heute sowas rauskommt, wäre es direkt ein Kultspiel. Ja. Und dass ich so spät bin, ab heute bin ich für sie da. Oh, danke, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du für mich oder sie für mich arbeiten werden. Sorry, dass sie so viel Ärger hatten damit. In diesem Fall. Was sagen sie denn da? Wir sind die, den Robert natürlich viel ausgeholfen hat. Es ist schade, dass das so enden musste. Wir müssen jetzt hart arbeiten. Der hat bestimmt Dreck am Stecken. Denke ich auch. Roberts, der sieht schon so aus. Mhm. Ich denke auch so. Übrigens, über Robert. Haben sie vielleicht Punkt, 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 ne? Es gibt 3 Labormitglieder, die zusammen mit ihm, inklusive ihm, umgekommen sind. Ja, zur gleichen Zeit. Das stimmt. So ein Unfall, ja, da könnte es sich um ein Virus handeln. Also ist zeitaktuell ist das Spiel auch gerade. Ja, perfekt. Muss man sagen. Ich glaube so, das ist ja auch das CDC. Das CDC ist ja auch Center for Disease Control, glaube ich. No? Ironisch, ne? Ja, dass sie konnten sich gegen die Viren schützen, aber nicht gegen die Computerviren. Tja. Also wir untersuchen es, aber wir können nicht herausfinden, was die Todesursache ist. Und unsere Executives, die mögen das nicht, die wollen gerne eine Erklärung haben. Und jetzt müssen wir uns erstmal evakuieren. Sie schließen das Labor am ersten Tag. Mhm. Ah, und sie haben es verboten, dass wir verlassen. Das am ersten Tag? Ja, aber so läuft das in einem ordentlichen Gesundheitssystem. Da wird drauf geachtet noch. Sagt ihr mir das nicht, bevor ich meinen ersten Tag anfange? Nee, die wollten schon, dass du dabei bist. Tja. Mitgehangen, mitgefangen, ja. Jetzt bist du halt da. Jetzt hast du Quarantäne. Impossible! Sorry, dass das an deinem ersten Tag, ihrem ersten Tag passiert, aber es ist nicht unüblich für hier. Sag mir das was über die Arbeitsgeflogenheiten vom CDC, dass es nicht ungewöhnlich ist? Wenn es alle ein paar Wochen passiert. Ja, ist ja nur für 2-3 Tage. Ich habe hier meine Pritsche schon aufgebaut. Ja, er hat sich ja schon ein fertiges Zimmer irgendwo eingerichtet. Der hat so Wechselkleidung, alles hat er dabei. Aber sie können sich frei hier drin bewegen. Und wir gucken erstmal im Keller nach, ob der Virus da entkommt. Hast du denn das Spiel weitergespielt und weißt, worum es geht? Überhaupt nicht. Ich frage mich immer noch, wie diese Matrix-Momente reinpassen. Ist das ist quasi dann die Welt, in der entschieden wird, ob man stirbt in der realen Welt oder nicht oder wie. Ja. Oder sind das mehrere Ebenen? Man springt vielleicht durch die Zeit. Ich würde es gerne wissen. Weiß es auch nicht. Aber es ist wahrscheinlich saudumm und ergibt keinen Sinn. Und ich erwarte da, glaube ich, jetzt schon zu viel. Ja, ein bisschen können wir ja noch spielen. Also ich würde auch jetzt noch mal ein bisschen weiter wissen, wo es genau hingeht. Ja, aber ob wir das erfahren am Anfang? Wir haben hier was, eine Keycard bekommen. Wir dürfen nicht in den Keller, aber wir dürfen in den zweiten Stock. Jesus, schau dich doch bitte einfach mal um. Und ja, mehr als das kenne ich auch nicht vom Spiel bisher. Und da sind wir. Können wir uns jetzt hier im Büro umschauen. Geht nicht auf. Oh, müssen wir die Keycard. Ich hoffe, dass die Musik nie mehr aufhört und immer diese 10 Sekunden wiederholt. Aber sieht, das ist doch voll aufregend und spannend. Die will die ganze Zeit zum Punkt kommen und will sagen, jetzt geht's aber gleich, aber jetzt noch ganz kurz, warte mal einen Moment, ich bin gleich da. Und dann war's schon wieder von vorne. Und dann geht's los. Und nichts passiert. Oh, jetzt ein Instrument dazu gekommen. Da ist ein Doktor. Weißt du, woran mich das am ehesten erinnert? An Nightcry. Es hat extreme Nightcry. Ich wette, dass da ähnliche Entwickler dabei waren. Ich glaube das schon. Vielleicht der gleiche. Ich seh wirklich da Parallelen. Ich bin Mac Rainman. Schön, Sie zu treffen. Ah, du fängst, oder Sie fangen heute an. Ich habe viel von Ihnen gehört von Robert, Mr. Das eckige Kinn. Alles, was ich sagen kann, das mit Robert war sehr unglücklich. Ich hoffe, wir können den Grund ermitteln. Und der Chief versucht, das herauszufinden mit uns. Ich bin sicher, wir werden es bald wissen. Fragen Sie mich, wenn Sie was wissen möchten. Mhm. Vielen Dank. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Es ist alles reines Bla, bla gewesen. Ja. Ah, tut mir leid, ich bin ein bisschen. Sie bewegt sich von alleine übrigens, ich drücke gerade.
Das gefällt ihm anscheinend auch. Ich bin leider ein bisschen beschäftigt. Du hast doch gesagt, ich darf nicht alles fragen, du dumme Sau. Ja, er darf fragen, er muss ja nicht darauf antworten. Er muss nicht darauf antworten. Geh nicht auf. Entschuldigung, ich muss aufhören. Ich weiß aber. Aber dafür ist die Musik zu gut, ne? Es ist irgendwie schon, es hat schon was Treibendes. Jetzt so mit dieser, mit dem Keyboard Solo noch im Hintergrund. Es kommt nicht von ungefähr, dass Genesis wieder die Reunion angekündigt hat für eine Tour. Das heißt also, es ist ja quasi Genesis-Musik, die wir hier hören. Und das Invisible Touch, yeah. Laboratory. Okay, sagen wir mal nichts dran. Auf. Aber nur mal so dumm gefragt, vielleicht habe ich auch nicht aufgepasst. Das ist zwar unwahrscheinlich, aber möglich. Was genau machen wir denn jetzt? Wir schauen Sie sich um. Ja, war's. Das ist wirklich nur die Aufgabe. Das ist die Aufgabe. Gucken Sie sich mal die tollen Level an, die wir gebaut haben. Ich habe die Keycard bekommen. Geh nicht in den Keller. Also will ich versuchen, in den Keller zu gehen. Also wäre das Erste, was ich mache, mit in den Keller gehen. Oder? Ja. Oh, was stand da? I can enter the control room. Da ist der Exit. Ist das der Ausgang? I can't go there. Jemand bringt im Chat gerade das Thema Klingelton ins Gespräch. Ich finde wirklich, das wäre ein ganz guter Klingelton. Aber auf die Frauentoilette, das hier, ja? Weil du willst ihn auf jeden Fall rangehen wollen. Na, du hast so diese Urgency, so okay, ich verstehe, es ist ein Telefonat, jemand möchte mich erreichen, das ist extrem wichtig, es könnte um Leben und Tod gehen. Durchaus in Ordnung. Da ist jemand auf der Toilette und spricht nicht mit uns. Oh, da ist was. Da kann sie jetzt draufgehen, aber... Das war erschreckend schnell. Das war sehr schnell. Aber, puh, das war auch dringend nötig. What a dump. Yeah. Someone's inside. So. Nein, Hände waschen kannst du natürlich nicht. Aber sie war so schnell, 5-Sekunden-Regel, ne? Entschuldigung, ich meine gerade, ob das die Merkel-Simulation ist. Wenn die, die Vorstellung in einem alten japanischen Videospiel quasi die Vorgeschichte von Angela Merkel das zu spielen, ist das schon ist lustig. Das Merkel-Prequel ist das. Am Ende kommt dann, später wurde sie Bundeskanzlerin und Königin der EU. So, am Ende stellt sie sich in der Pose dann dahin. Und damit alles klar, genau das. Und das Machtdreieck. Hier vielleicht. Alter, du kannst doch nicht jammer auf dem Klo auf sie warten. Ach, nee, ich bin nicht auf die Männertoilette gegangen. Der Chief hat gesagt, ich soll mich umschauen. Nee, er ist schuld. Ich verklag ihn wegen Sexismus. Mac Rainman. Und ich kann mich. Ich kann Mac Rainman. Ey, Mac Rainman, das ist so geil scheiße. Ey, mir gefällt der Polizist, der war auch super. Lucchino. Ich hab das Gefühl, der hat den Augenbrauen. Ein Augenpiercing, ne? Augenbrauen-Piercing. Sorry, ich bin ein bisschen nervös. Ich hätte nicht gedacht, dass es sich lohnt, auf die Männertoilette zu gehen, aber es hat es. Er hat ein Nasenpiercing, ein Augenbrauenpiercing und 2 Ohrenpiercings. Ja, mindestens. Wir haben es verstanden, warum du die ganze Zeit auf der Männertoilette rumhängst. Das haben wir schon. Und? Kajalstift, glaube ich, ne? Die sind geschminkt, die Augen, oder? Vielleicht ist eine Frau, die einfach nur als. Die 2 Jobs hat. Okay. Die arbeitet in der Verwaltung, aber auch als Wachmann. Regie? Enhance. Aufs Gesicht bitte. Können wir mal bitte das Gesicht enhancen? Da ist. Und dazu macht die Musik könnt bitte ihr auch ganz laut. Könnt ihr bitte mal die Musik machen und einen ganz langsamen Zoom auf seinen Kopf, bis ihr nur noch bei den Augen seid. Hammer. Oh mein Gott, er schaut in meine Seele. Oh! Oh Gott. Ihr seid die Besten. Also willkommen beim Spuktakel, werte Zuschauer, die jetzt erst eingeschaltet haben. Also ich muss sagen, das Spiel gefällt mir irgendwie ganz gut. Der nette Mann sagt, wir sollen aus der Männertoilette raus. Tut mir leid. Der Name Rainman kommt nicht von ungefähr, anscheinend. Ja, es war wesentlich lustiger, in die Männertoilette zu gehen, ja, als in die Frauentoilette. Das hat sich mehr Deswegen gelohnt. Machen die Frauen das so gern. I can't use the stairs, leider nicht. Ich habe hier was meinen neuen Handy-Hintergrund. Ich muss sagen, ich irgendwie bin schon begeistert. Ein kleines bisschen bin ich begeistert. Ich weiß, das Spiel ist scheiße, aber irgendwie macht mir das Bock. So, Schränke. Schränke. Das ist, weißt du, das ist der Raum unten im RPD, bei Resident Evil 2, wo die Shotgun ist. Exakt. Das ist exakt der Raum. Und? Einen schlecht gedruckten Kalender mit einem
Das ist der Formel 1. Das sieht aus wie ein Renault ganz aus den 90ern. Das ist ein Renault. Das ist der von Schumacher damals oder so. Da bin ich sicher, ob du gerade einfach komplett Bullshit bist. Nein, ich glaube schon. Der war babyblau und gelb, ja, wie der Formel Renault damals in den 90ern. Ja, da werden wir bestimmt die drei Formel 1-Leute in den 90ern geguckt haben. Ey, in den 90ern hat ja jeder den Schrott geguckt. Warum werde ich nie verstehen? Ich hab's ganz gern gemacht. Warte mal, hier war ich schon. Seid alle verrückt. Wrestling genau. Ja, Formel 1 nein. Ich habe alles an Sport geguckt früher. Ich habe Fußball, Football, Basketball, Golf habe ich geschaut, Skispringen. Das werde ich nie verstehen. Olympia, heute nichts mehr. Heute ist das hier mein Sport. Ach, waren wir hier schon? Ich glaube, da warst du schon. Da war ich schon, ne? Das ist der gleiche. Okay, dann gehe ich wieder zurück. Oder ist es ein. Ist egal. Schon wieder da! Da ist er ja. Sag mal. Wie ist er denn an uns vorbeigekommen? Vielleicht ist der Typ das Mysterium hier. Ja, das ist der Manslocker. Der checkt einfach den ganzen Tag. Ich bin der Sexismusbeauftragte. Das ist so ein bisschen. Gender. Das ist der Fettnäpfchenprüfer. Ja, der hatte mal ein Fettnäpfchen in der Hand dabei, damit man reintreten kann. Auch eine super Perspektive. Do you want to see it that much? Oh Mann, das ist ein guter Shot. Das ist fantastisch. Das ist das Letzte, was du siehst. So, huh? You're being rude. I don't want to see it. Also mach den Fehler nicht schon wieder. Brausepulver hat einen guten Gag. Es ist Mr. X und das X steht für Xerxes. Stimmt, das ist ein bisschen Xerxes. Total 300. Ja. Get the hell out of here. Der hat auch einen 300er Puls. Der ist stinkwütend. Ach, toll. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. So. Lab first. Ich hätte nicht gedacht, dass es sich so sehr lohnt, in diese dummen Räume zu gucken. Ah, okay, dann von hier sind wir hergekommen. So eine Sache, die wo ich nicht vorhin reingegangen bin, hier, das sind die Kisten aus Resident Evil. Also wenn man hier reingeht, kannst du dann Items drumherum machen. Wobei, du sagen musst, das ist natürlich hier jetzt die richtige Welt und nicht die Computerwelt. Also bringt mir das was hier, Items? Vielleicht kannst du es von der Welt in die richtige, in die Spielewelt drüber. Naja, wer weiß das. Das kann sein. Ich probiere einmal kurz an den Computer zu gehen. Vielleicht ist das die Lösung oder so. Nothing's happening, okay? Nee, irgendwas muss erst noch mal gravierend passieren. Und ich nehme an, dass dann irgendwann das so miteinander verschwappt. Ah, jetzt geht natürlich the phone. Maybe it's Jack. Du weißt, dass beim Telefon nur Scheiße passierte, sobald wir rangegangen sind. Jetzt geh ans Telefon. Phone rings. Hallo? Merk, ich habe gehört, dass die Möglichkeit eines Virenausbruchs hier beim CDC. Das steht ja überall in den News. Ist nur eine Möglichkeit. Sie haben gesagt, dass es nicht ungewöhnlich ist, also mach dir keine Sorgen. Das macht mir wirklich Sorgen, wenn es gewöhnlich ist. Jedenfalls das Ring, was du erwähnt hast, das war nur ein Spiel. Das Programm hat gebootet. Oh mein Gott, du bist in Gefahr. Ich hatte keine Probleme und... Hä? Sag mal, du wurdest reingesaugt in diese Welt. Wie kannst du denn so tun, als ob das ein normales Spiel wäre? Hast du schon mal so ein Spiel gesehen oder was? Das ist doch Quatsch. Also, ich wette, die hat keine Ahnung von Computern und nimmt an, so sind Computerspiele. Ja, ich setze mich da so ran und dann bin ich im Spiel. Und dann und die Brille und... Das war und keine, echt. Keine Unterwäsche an, aber... wie immer. Weil es war ja hauteng alles. Ja, das war... Muss ich ja sagen. Im Wechsel zur digitalen Welt kommt die Unterwäsche nie mit. Übrigens, ich hatte auch einen Prank-Call danach, ne? Mann, die ist wirklich die ist wirklich die hellste. Selbstbelügend, ja? Sie ist aber auch Mac Rainman, musst du sagen. Da stand ein komisches Wort auf dem Screen. Weird word? It's that dead. I think it meant game over. Du hast aber gewonnen, wie kann da game over sein? Ja. Und wann ist dead ein komisches Wort? Was ist denn mit den 7 Tagen? Das wäre interessant. Ja, guck, das hätte sie erwähnen können. Ne? Und da habe ich einen Anruf bekommen. Die Leiche wurde dem CDC übergeben. Oh, wahrscheinlich ist der noch unten, die Leiche. Ne? Die musste bestimmt sezieren oder so. Stimmt, die konnte auch nicht raus. Das wäre geil. Also, danke dir, Jack. Geh nicht über Bord damit. Ich rufe dich an, wenn ich wieder was rausfinde. Klack. Ja, Robert. Sie hat mit permanent zu viel Freude im Gesicht für diese Emotion, ne? Ja, dieses verschmitzte, ewige Lächeln. Und dann dieser flache Schädel. Es ist seltsam. Jedenfalls.
Also, sie haben die Leiche von Robert. Ich weiß, der Chief. Da sind wir doch wieder beim Keller jetzt wahrscheinlich. Ich wünsche, der Chief hätte mir davon erzählt. Ja, der fängt doch an, schon dich jetzt zu belügen. Ich sollte mit dem Chief sprechen. Gut, lass mich zur Leiche. Wieder zurück. Also haben wir diesen ganzen Schiss gemacht. Wenn wir nicht extra reingegangen wären, hätten wir die besten Szenen mit dem Polizisten da verpasst. Ich finde, das war es wert. Guard. Jetzt muss ich also wieder zurück. Nee, so rum war zurück. Ne? So rum war es, ja. Einmal durch den Gang und da war das Büro vom Chief am Ende. Habt ihr wenigstens Spaß da draußen? Immerhin einer. Ich guck mal in den Chat für dich. Also es ist schon nicht uninteressant. Es gab auch die einen oder anderen Rufe, das als Spiel mit Bart zu machen, aber warte, das kann schon derbe öde und scheiße werden. Ja, ja. Also das ist nur die Musik. Die Leute denken nur wegen der Musik, dass da viel passiert. Also manche solche Spiele stellen sich auch als Spiele mit Bartmaterial aus, aber es ist doch ein sehr tiefes Tal, was wir durchwandern müssen. Ich sag nur Nightcry da wieder nochmal. Ja, wobei auch jetzt so, ich hab's schon in positiver Erinnerung, aber es war halt auch scheiße. Aber wir haben auch viel Spaß gehabt. Denn. Wir haben Spaß gehabt, genau. Aber soll ich noch die Spiele durchspielen müssen? Durch das Tal der Tränen mussten wir aber erstmal durch, ne? Oh Gott, ich weiß auch gar nichts mehr darüber. Ich weiß nur noch die Insel und so. Oh Gott, naja, egal. Das Auge wird rausgerissen, der Scherenmann, der ist kein Ehrenmann. Das Auge, Mann, der Scherenmann. Den Scherenmann kann ich mir erinnern. Ich hab mir den Speedrun angeguckt zuletzt bei Awesome Games and Quick. Da hat jemand das in 40 Minuten, glaube ich, durchgeballert. Trotzdem inklusive Auge raus. Minuten, trotzdem. Inklusive Auge raus. Wisst ihr irgendwas, Mac? Es tut mir leid, aber ich wollte Sie über Robert ausfragen. Ziehen Sie sich schon mal aus. Weißt du, wie das anfängt? Ha? Ist da was mit ihm passiert? Ja, ich habe gehört, seine Leiche ist hier im Labor. Seine Leiche. Ja, wenn das der Fall ist, dann würde ich ihn gerne sehen wollen. Mac, ich kann es verstehen, aber können Sie das mal sein lassen? Das ist kein Spielplatz. Ja, ich muss viele andere Arbeit erledigen. Ist gerade einer in deinem Ding gestorben? Da musst du doch Zeit für haben. Nicht verantwortlich, Mac. Da gibt es viele mehr Spezialisten hier, nicht nur Sie. Oder können Sie denen nicht vertrauen, Ihren Kollegen, die Sie noch nicht kennen? Das ist nicht das, was ich gemeint habe. Ich bedauere nur, was mit Robert passiert ist. Ich kann es nicht vergessen. Es ist was Persönliches. Ich wollte nur einfach mich selbst von der Wahrheit überzeugen. Oh, und jetzt erwähnen wir Sachen. Ja. Oh, jetzt haben wir das. Jetzt haben jetzt er weiß 100%. Was wird er? Räuspern? Oder ganz ablenken? Oder haspeln? Oder? Also bei einem anderen Spiel wäre jetzt so ein leichter Reißzoom auf sein Gesicht mit so einer. Ja, oder Geste. So die drei Punkte. Ja, ja. So irgendwas ja. So. Dort, genau. Silence oder dort, so. Okay, dort. Komm, wir gucken mal. Also, Polizei hat über The Ring gesprochen. Es sind 6 Punkte. Bam, Alter. Bam. Du bist ein Experte, Simon. Du weißt Bescheid. Und er macht noch die nein, alles nicht so Bewegung, ne? Krass, sehr gut. Also er hat seine Pose gemacht und 6 Punkte sogar. Doppelte. I don't know what you heard from where, but I'm busy. Get out of here. Get out of here. Ring, ein Computerprogramm. Ich habe keine Idee, worüber du redest. Warum werde ich laut gerade? Gehen Sie raus jetzt. Sie stören mich bei der Arbeit. Gehen Sie raus und ja, kühlen Sie Ihren Kopf ab. Cool, aber ihr Hothead. Sie sind ja völliger Wahnsinnig. Ja. Sind Sie ja. Das wird ja immer besser. Sie haben Hitzewallung. Ja, typisch Frau. Mal wieder. Na gut, ich finde offensichtlich. Also wir haben einen wunden Nerv getroffen. Der ist kein guter Schauspieler, der Typ. Aber sie ist auch nicht besonders clever, muss man sagen. I'm sorry. Es tut mir auch leid, dass ich so wieder Worte gesprochen habe. Mac, haben Sie gehört? Verschwinden Sie hier. Fühlen Sie sich ab. Mein Gott. Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich. Jetzt, wo Sie so beschäftigt sind. Und ich darf wieder ins Labor gehen. Und das muss ich wieder natürlich händisch machen. Immer nur hin und her. Also ich bin aus dem Labor rausgegangen, um hier ins Büro zu gehen, damit ich wieder ins Labor zurückgehe. Um ins Büro zu gehen und wieder ins Labor zurückzugehen. 5 Minuten Spielzeit, die du nie wiederkriegst. Du solltest Wahrsager werden, ey. Das hattest du wirklich gut. Komm, das hättest du genauso. Ja, es gab nur. Aber die Punkt, da hätte ich nicht direkt dran gedacht. Ach ja? Doch, wir kennen das doch. So, war das zweite? Ich glaube, das. Ah, nee, das erste war es. Lab First. Hoffe ich mal. Oh, die Musik hört nicht auf. Weiß auch gar nicht, wo der. Der Safe-Punkt oder so hier ist, weil ich aber konnte nicht speichern bisher. Ja, stimmt, die Kiste. Oder vielleicht ist es, wenn man den PC benutzt, speichert er da immer ab oder so.
Also wenn hier eine Kiste ist, kann es ja in der Nähe sein, ne? Es ist man sollte Radio. Meinen, ah, es ist das, ist Radio? Es ist ein Radio. Okay, ja gut. Dann ah, okay, ja gut. Ist logisch, dass du mit dem Radio abspeicherst, dass da einfach ein Radio steht. Aber auch so ein Polizeiradio hier. Die Geräusche. Die Soundeffekte, ey. Das macht mich fertig. Oh, schade. Oh, einmal. War ne? Eben, war das was war es angenehm? Wie eine richtige. Ja, das ist die Shenmue-Automatenmusik hier. Jetzt wird sie wieder panisch. Ja, du kannst Japanisch nicht sagen, ohne das Wort panisch zu benutzen. Du hast absolut recht. So, warten Sie in Ihrem Büro. Nicht schnell. Oh, lass mich raten, es klingelt gleich wieder, wenn ich durch die Tür will. Kann ich anrufen? Hm. Nee, okay. Aber ich soll doch ins Büro. Okay, habe ich was verpasst? Ja, kühlen Sie sich ab in Ihrem Büro. Ne? Also, uns wurde mehrfach gesagt, wir sollen jetzt schon wieder zurückgehen, ja. Komisch. Gehen wir nochmal rein. Oder sind da die The Ring-Experten? Mussten wir hier irgendwas Spezielles machen? Nothing other than medicine. Guck mal, was der Chat sagt. Aber ich glaube, dass niemand, ausnahmsweise keine einzige Person im Chat dieses Spiel kennt. Ausnahmsweise, ne? Das ist sehr selten, wirklich. Vielleicht ist der Experte jetzt hier gerade. Also, es wäre nett, wenn ich hier anrufen kann, aber es geht nicht. Ja, dann gucken wir uns. Oh, warte mal, da ist noch eine Tafel hier hinten. Aber nichts passiert. Gut, ja, dann weiß ich hier direkt auch nicht. Dann würde ich aber mal noch weiter mich in dem Labor umschauen. Ich könnte das Licht ausmachen. Schedule ist leer. Schrank. Nichts hier drin. Und das orange Buch. Bin ich zu klein für. Ich verstecke ja, mich. Ja, ich verstecke mich. Das ist halt echt. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Alles muss versteckt sein. Wo ist sie denn? Das ist so ein bisschen Suchspiel da draußen. Könnt ihr den Protagonisten finden? Hier war ich die ganze Zeit. So. Komm, wir laufen nochmal weiter rum. Ja. Noch geht, also noch. Noch, vielleicht treffen wir noch den Polizisten nochmal. Oh, und alle Laboratorien sind offen hier, wo ich reinkomme, wo wahrscheinlich nichts ist. There's nobody here. Muss man auch nur ein Büro designen, weil die alle gleich aussehen. Hier auch keiner. Ich wollte auch eigentlich nur Hallo sagen. Ach, guck mal, die haben jemand auch schreibt, könnt ihr eventuell die Treppe runter? Es hat geheißen, da wäre die Leiche von Robert. Stimmt, jetzt, okay, das könnte vielleicht... Vielleicht geht jetzt die Tür auf, ja. Stimmt, vorhin konnte ich die Treppe nicht runter, weil aber auch der Chef gesagt hat, geh bitte nicht runter. Jetzt halten wir uns aber natürlich nicht dran, ne? So, Exit, raus geht's hier natürlich wahrscheinlich nicht. Ja, ich dreh gleich um. Also die vierte und fünfte war ich noch nicht. Audiovisual. Okay, das sind die einzigen beiden Türen, die hier noch sind. Dann nehme ich die nochmal mit. Hm. We need the key. Das vierte Labor. Card key. Gut, ab zur Treppe. Ich hätte mir auch vorgestellt, wenn das Ding hier unter Quarantäne steht, dass viel mehr Wachleute dastehen. Also außer dem einen, der immer... Ja. Ja, es reicht. Ein guter Wachmann reicht. Ja. Mehr brauchst du nicht. Die Leute wollen wissen, wo dein T-Shirt her ist, Gregor. Aus dem Internet. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe das vor ein paar Monaten mal bestellt. Das schöne Sailor Moon T-Shirt. Wollen wir noch mal gucken, ob der da ist? Er ist bestimmt da. Das kam mit der Waifu-Puppe. Ja, genau. Da war sie drin eingewickelt. Ich kann nicht diese Musik, es will einfach nicht aus meinem Kopf. Ich werde den, oh, ich krieg das nicht mehr raus heute. Ihr könnt ja gerne übrigens dranbleiben, wenn ich hier live zuschaut, denn wir sind nachher beide bei Bild Unschön, ja. Ich heiße das Format, ne? Ja, ein herausragender Titel für ein sehr schönes Format. Da geht es um Zeichnen und wir beide sind vermutlich die schlechtesten, ja. Zeichner von Rocket Beans. Die allerschlechtesten. Oh. Also, ich wollte da runtergehen und sie hat gesagt, oh, you don't have permission. Da steht er wieder. Ja, sie suchen gerade hier nach einem Virus. Nur aber, wenn du ein Level 2 Keycard hast. Ne? Wenn du das nicht hast, brauchst du die Erlaubnis vom Chief. Ja, der Chief hat das auch gesagt. Warum sagst du nicht einfach, der Chief hat gesagt, ich darf? Ich darf. Ist ja auch egal, was will er machen? Uns rauswerfen? Also, wir dürfen doch eh nicht weg.
Okay, probieren wir nochmal. Nein, das, oh, da steht er wieder. Hey. Da, no? Ich hab doch gesagt, did you get permission? Was ist denn das für ein Typ, ein Gorilla? Mach keine Witze. Hörst du überhaupt zu? What is with this woman? Is she insane? Alle denken, du bist irre. I'm sorry. Also, ich muss sehr auf sie aufpassen. Sonst noch was? Ah, nichts Spezielles. Also, nicht hier rumlungern, bitte. Steht er wirklich auch da oder taucht er auf einmal aus dem Nichts auf? Er taucht auf einmal aus dem Nichts auf. Dann zum Schäppke wieder hin, ne? Ja, es ist sehr komisch. Der Lösungsweg zeigt sich nur nicht. Ach, warte mal. Es ist ja wahrscheinlich einfach nur ein stummes Hin- und Herlaufen und Räume abklappern. Nee, nicht richtig rum, ne? Von der Lobby geradeaus war der Chef. Da war der Chef, ne? Das ist eine offene Sache. Warte mal, hatte ich nicht so einen Key bekommen? Ich hatte doch ein Item gekriegt von ihm, so eine Karte, ne? Nein, anscheinend nicht. Nee. Valuable Items? Doch, da habe ich was. Lab Member Card Level 1. Ich brauche also eine Level 2 Karte für das. Detailed Information can be used. So detailliert ist diese Information nicht. Was steht da drauf? Mr. G? Lahmbein, USA? Ausgestellt vom 31. Juli 1998. 73 ist sie geboren. Okay, let's get out. Ja, so. Das ist ja aber jetzt auch nicht geil, Gregor. So können wir jetzt aber nicht enden auf der Note. Wir müssen schon noch mal jetzt was schaffen. Was könnte es denn sein, was wir machen müssen? Also ich komme hier runter, zum Chief kann ich nicht rein. Wir waren in allen, was du in allen Räumen wirklich drin. Ich habe es in allen einmal versucht, aber es kann natürlich sein, dass jetzt wieder was ist, Reference Room. Bei vielen sagt sie Key. Hier, die kann ich gar nicht erst benutzen, wenn es nötig ist. Gerne auf die Key. Du kannst ja mal checken. Sonst, ich check mal ganz kurz. Ich glaube, das ist jetzt hier, wir machen hier keinen integren Blind Let's Play. Natürlich nicht. Ich will wissen, wie es weitergeht. So. Ring, Dreamcast. Ja, ich frag mal den Doktor auch mal. Vielleicht weiß der Bescheid. Weil zu dem kommt. Ach, der hat dir gesagt, wenn Sie was wissen wollen, helfen Sie mir. Vielleicht kann ich mir seine Schlüsselkarte leihen. Da passiert was? Brauchst du irgendwas? Tut mir leid, aber ich wollte Sie was fragen. Was ist denn jetzt? Wissen Sie, ob die Leiche von Robert hier in dieser Einrichtung ist? Der Chief wollte es mir gar nicht sagen. Ja, ich bin sicher, er würde nichts weiter sagen. Jedenfalls, Sie versuchen gerade den Grund herauszufinden. Und bis Sie den Virus finden, ist das Information, die unter Verschluss ist. Ich verstehe, deshalb habe ich den Chief anscheinend wütend gemacht, oder? Ja, man kann ihn schwer zufriedenstellen, aber er würde darüber eigentlich nicht sauer sein. Ist er sauer geworden? Ja, ich habe das versucht, dasselbe zu fragen, und als ich es tat, haben Sie etwa irgendwas gesagt, was Sie nicht hätten sagen sollen, Mac? Das sind Office Politics des Spiels, ist das gerade. Ja, was ich nicht sagen sollte? Ich bin mir nicht sicher. Ah, sie hatte aber für das. Ja, when I ask about a program called Ring. Ja, sie hat es also schon gecheckt, dass er da keinen Bock drauf hatte. Ich bin übrigens gerade im FAQ und scroll gerade runter, ja, bis wir an der Stelle sind. Moment, Ring? Hat Robert nicht auch Ring erwähnt? Ist das wahr, Professor? Robert erwähnte Ring? Was hat Robert gesagt? Oh, es tut mir leid, ich kann mich nicht an allzu viel erinnern. Du lügst, du kannst dich an alles erinnern. Robert wollte darüber aber auch nicht sprechen. Egal, was es ist, Professor, sagen Sie Bescheid. Können Sie sich erinnern? Selbst wenn Sie das sagen, ich weiß es nicht. Also ich glaube, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg mit dem Professor. Ja, ich denke auch, wir sind hier genau in der... Es könnte irrelevant sein, aber Robert hat mich immer über den Referenzraum gefragt. Der Referenzraum? Ja, der Referenzraum. Er wollte da reingehen für alles, was wir gemacht haben. Er hat uns immer dann gedrängelt damit. Der Referenzraum. Vor ungefähr eine Woche vor seinem Tod hat er auf einmal aufgehört, danach zu fragen. Man braucht nicht nur die Erlaubnis vom Chief, um da reinzukommen, man braucht sogar einen Spezialschlüssel dafür. Er hat gelacht, als ich gefragt habe, ob er den Schlüssel gefunden hat. Vielleicht ist der Schlüssel in seinem Raum. Nein, ich habe ihn nicht in seinem Raum gesehen. Okay, und was ist mit dem Locker Room? Wenn Sie also nach dem Schlüssel suchen wollen, dann sollte man seine persönlichen Sachen durchsuchen. Also deswegen war der Polizist da auch drin. Ich kann leider selbst nichts über seine Leiche sagen. Nein, danke, Professor, danke für Ihre Hilfe. Okay, dann müssen wir jetzt zum Locker Room. Und da aufs Beste hoffen.
Der Chat sagt Dr. House Elf. So ein bisschen sieht er aus. Sieht aus wie, wie Colonel Sanders von KFC. Nur ein bisschen abgemagert. Falsche Richtung. So ein Spiel können wir aber auch machen. Office Politics the Game. Ne? Sie waren nicht passiv-aggressiv genug. Ja, sie haben nicht genug Hinweise hinterlassen. Sie haben ihren Arbeitsplatz zu sauber hinterlassen. Da könntest du bestimmt auch einige. Da arbeiten wirklich nur wir, der Doktor und der Polizist. Ne? Das ist ein sehr ressourcenschonendes Unternehmen. Alles sehr überschaubar. So, das war Women's Locker, oder? Men's Locker. You must find the laboratory team with two lockers. One of them has a file inside. Aber Locker Room ist schon richtig. Also geh mal. Okay, ich bin jetzt drin. The Locker Room. Perhaps Robert's Locker has some clue. Okay. Ja, also komm. Von hier auch kann ich nachgucken. Wir das sind schon weg. Oh Mann, Alter, ey. Wo kommt der denn überhaupt her? Das ist nur für Männer. Da darfst du nicht rein. Du kommst hier nicht rein. Der kann doch nicht die ganze Zeit immer da sein, wo wir sind. Mal schnell und beeil dich. No need to scream and shout to a lady. Ah, der Opa hilft uns. Aber ich will nicht, dass sie hier reinkommt, wann immer sie sich danach fühlt. Bin mir sicher, sie hat einen Grund, hier reinzukommen. Wie ihr Kopf abschließt mit dem Kalender, finde ich auch gut. Ein Grund? Sie ist Roberts Freundin. Ich denke, es sollte ihr recht sein, durch seine Sachen durchzugehen. Also bist du Roberts... Ja, Mann! Ich wundere mich, ob er irgendwas hinterlassen hat. Es tut mir leid. Lucchino, Sie lassen das doch bestimmt einmal durchgehen, oder? Wenn das der Grund ist, dann habe ich keine Wahl. Jetzt hol er die Pistole raus. Zwei Headshots. Vielen Dank, vielen Dank. Gut. Doch einmal, sag mal, wie groß ist der denn? Schau dir das an. Na? Ich stelle mich daneben, der kann seine Ellbogen auf meinem Kopf ablegen. Der kann Kuchen vor meinem Kopf. Ja, essen. Wir sind aber auch sehr klein. Der kleiner ist 1,30 Meter. Der gebückte. Na gut, und der hier, der ist 1 Meter, der ist 90 Zentimeter groß, ja, oder was? Er ist eigentlich 2,20, aber der Rücken macht's. Der Rücken macht's, ja, es ist ja, die Beugung. Komm, jetzt hol mal hier schön die Karten, ne? Hol mal schön die Karten es am Ende. The left one on the end. Also ist es der. Da. Ich sag mal nichts, aber da fliegt dein Schlüssel gerade. Einfach mit. Das macht mir ein bisschen Sorgen, dass der fliegt. Da unten ist auch noch was. Und a very important file. It's very important. Ein, Reference Room? I can't find the 8mm film. Ah, und wir haben doch so ein Audio-Video-Room auch gesehen, ne? Ja, wenn wir so einen Film finden, dann können wir ihn da entwickeln lassen. Da braucht man erstmal den Schlüssel. Aber okay. Ja, dann ja. Haben Sie gefunden, was Sie brauchen? Ja, danke, danke. Ich bin sehr befriedigt worden. Wenn ich jetzt da wieder nicht rauslaufen. Warte mal, aber wenn wir die Gelegenheit haben, jetzt endlich mal auch mit der Kamera zu spielen, während er da ist. So, was war das? Ja. Mein Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, es sind an beiden Ohren, ne? Oder? Ja, ich denke. 1, 2. Aber schön gespiegelt. So, achso, so geht man herum. Ja. Also er hat 6 auf jeden Fall. 6 sind oben im Gehänge und wer weiß, wie viele. Aber ganz im Ernst, dafür, dass er so ein stämmiger, großgewachsener Mann ist. Also, du siehst hier, na, breite Schultern, gute Taille und so weiter. Aber Schuhgröße 35? Ja, das war immer so. Ja. Also, was ist denn das? Das ist so kleine viereckige Backsteine, auf denen der läuft. Ja, der ist bestimmt, der ist so self-conscious darüber, ne? Den haben sie mal lustig gemacht Fall. Und er hat kompensiert, er hat gepumpt deswegen. Everyday's Feed Day. Er versucht immer irgendwie zu stretchen und alles. Mega Probleme. Ja. Er guckt sich TV immer an, er guckt sich den Fernseher an und streckt immer die Zehen als Training parallel. Er lässt sich die Zehen verlängern vielleicht einfach, damit die Schuhe besser passen. Also ist auf jeden Fall zu klein. Na gut, mein Freund. So, wir lassen die beiden mal alleine. Wir lassen die einfach mal hier, vielleicht haben sie. Never skip feed day. Ja. Da gibt es auch so einen Fetisch für, bestimmt. So, also, Reference Room war direkt natürlich neben dem Büro, glaube ich, vom Chief, wenn ich mich nicht irre. Da war Control, da dürfen wir nicht rein. Ohne Klettverschluss. Ohne mich. Steht im Chat. So, ist er das?
er das? Wer ist das? Da ist nicht mal ein Schlüsselloch dran. Und auch keine Kika auf. Such die richtige Achse. Du stellst die falschen Fragen, Gregor. So. Guck eigentlich immer ganz gerne, was die für Bücher im Regal haben, aber die Texturen spielen da nicht mit. Was wollen Sie heute lesen? Grün. Ist irgendwas besser grafisch? This is a strange level. Der Fluch. Warum gibt es da ein Buch, das so heißt? Okay. Ich kann nicht alles anklicken anscheinend. Oh, ah. Was war das? Sind das die flachen Bücher hier? Ein Buch übers Wahrsagen. Ja, sehr wirklich mehr Bücher hier in dem solchen Kontrollzentrum. Das ist offensichtlich alles eine Tarnung für eine esoterische Operation hier, mhm, die läuft. Das ist Satanismus mindestens. Ja, ach, irgendwas. Ey. Es geht eigentlich um was ganz anderes. Diese ganze Firma hier ist alles ein Cover-Up. Der 8mm Film, den müssen wir finden. Hier bei der Pflanze. Sind das Fenster? Soll der hier, ja, so längliche. Ne? Jalousien, ne? Aber soll das jetzt hier echt einfach rumliegen? Ja. Ich weiß ja nicht, bei irgendwas müsste es ja sein. Oh, da war was, ne? Da war was, ja. Das ist, ja, das, ja, das ja. ist es. Ich hätte einfach das große fliegende Ding mir angucken sollen. Was sich dreht, oder? Ist gut. You found the very important file. Pick up. Also, das ist ein Report über das Phänomen des Rings im letzten Oktober. Ja, okay. 1990. Da meinen Sie wahrscheinlich den Film? Ja. Sadako Yamamura, der Fluch, ne? Sadako hat ihr Bild auf Video kopiert mit ihren Kräften und jeder, der es gesehen hat, ist mit einer Herzattacke gestorben innerhalb von einer Woche, nachdem sie das gesehen haben, wegen des Fluchs. Details. Steht das einfach auf einem Zettel? Ja. Ja? Details konnte man nicht. Changed into a virus. Ah, okay. Note. Einfach übrigens. So. Übrigens, das ist zu einem Virus geändert worden. Wie der Virus passiert ist, entstanden ist, da gibt es viele Hypothesen, wie das Umschreiben der DNA durch das Auge oder innerhalb des Opfers passiert ist. We have gained access to the corpse of Sadako Yamamura, so it's better to research it. Heißt das, die haben unten die Leiche von Sadako? Ja. Ja, und haben sie in den Computer runtergeladen? Sie haben erkannt, dass Sadako über 30 Jahre gelebt hat, nachdem sie in den Brunnen gefallen ist, ne? Von was? Ja. Und wir haben noch zusätzlich Infos über ihre Geburt. Sie ist Ende 51 geboren. Aha, bla bla bla. Und Female Testicular Syndrome. Sie leidet unter Frauenklöten. Das Syndrom. Ich weiß es ohne Scheiß nicht. Gibt's, genau, ob das also, wirklich das... Ich bin da nicht... Heißt das das wirklich? Gibt es Frauenklöten? Ich weiß es nicht. Also vielleicht schon. Large chance of having smallpox. Das ist verdammt viel. Ja, Smallpox ist hier... Dings da. Nee, das war nicht die Masern. Aber... Ja, sie wissen so einen Kram, aber nicht Hocken, über ihre... Smallpox oder so. Okay, also... Naja. Hoden, Smallpox, 98... Oh. Was ist das Research? Ist das ein Joke? Vielleicht hat Robert ja das untersucht. Wie sollte Professor Timothy darüber fragen? Oh, wer ist... Ach, komm jetzt. Er kommt schon wieder. Wo kommt der denn her? Kannst nicht glauben. Warum muss er es denn sein? Wo kommst du denn her? Da war keine Tür. Doch, da war eine Tür, aber komplett anderswo. Was machst du denn hier? Das ist ja nicht erlaubt, was du hier machst. Hast du Erlaubnis vom Chief? Mann, da. Nein, das war hier offen. Du musst doch nicht so sauer sein. Ich glaube, die landen im Bett irgendwann zusammen mal. Das ist die Energie. Die sprühen die Funken. Hier darfst du nicht hin. Nur weil er offen war? Was denkst du dir denn überhaupt? Gut, ich verschwinde. Also, dass sie nicht sauer werden, das ist okay mit ihnen. Ja, raus. Aber den Film habe ich nicht gefunden, nur das Very Important File. Also, sie wird sich nicht mal entschuldigen. Also, die haben alle Ressentiments da, die mögen sich alle nicht. Hey, hast du nichts zu sagen? Ja, wir haben zwei gegen einen. Also der Wissenschaftler mag uns, der Chief ist Bösewicht und er hier ist wahrscheinlich kein Bösewicht, aber er ist eben... Er hat das Herz am rechten Fleck, aber er ist eben ein harter Hund. Besessen, genau. Er ist ein harter Hund. Workaholic. Ja. Die treten sich zu sehr, um nicht zusammen irgendwas zu machen danach. Ja, ich würde sagen, machen wahrscheinlich jetzt gleich Werbung. Ne? Lass uns mal Werbung machen und entscheiden dann, ob wir können noch ein bisschen weiterspielen. Ja, ja, echt? Wir können auch wechseln, aber mir ist egal. Lass einfach gucken. Wir lassen die Werbung, wir lassen einfach das mal dampfen hier und dann entscheiden wir uns. Ein bisschen haben wir nämlich noch. Also gehen kurz in die Werbung und sind gleich wieder da.
Da sind wir wieder zurück. Wir sind ein bisschen runtergekommen von der... Da ist sie noch. Musik wollte ich gerade sagen. Ich kann nicht weiter. Ich dachte gerade, wir müssen die Musik mal irgendwo benutzen. Wir müssen die irgendwann auf den Button legen. Kannst du mal, oder können wir dann das nächste Mal, wenn wir im Moin Moin oder sowas sind, statt der normalen Intro-Musik kommt einfach diese da drunter und wir sagen nichts. Wir erwähnen es auch nicht. Das könnte auch mal in dem Moin Moin einfach drunter liegen. Immer die ganze Zeit und auch viel zu laut, dass man dich kaum versteht. Ja? So dass der Grad, wo man genau hinhören muss, um dich zu verstehen. Wer auf jeden Fall Interesse und Bock hat oder es irgendwie vielleicht digitalisiert für sich selbst, kann es auch gerne uns mal schicken. Ich würde das gerne als Endlos Loop. Ich könnte es benutzen. Ja, lass uns einmal durchatmen von der Musik. Wir haben sicherheitshalber einmal gespeichert, aber ich glaube, wir brauchen einmal ein bisschen Tapetenwechsel, weil von einem Büro zum nächsten laufen. Mhm. Können ja gegebenenfalls irgendwann nochmal eine Session. Wir haben es auf jeden Fall abgespeichert und sind potenziell bereit, das nochmal reinzulegen, sollten die Klicks mega durch die Decke gehen. Absolut. Hey, da, Sega, ne? Ich muss die ganze Zeit dran denken an Wendler und dieses Egal. Mhm. Und dann baust du so und egal. Oder? Es ist nicht so scheiße. Der ist nicht schlecht. Man muss aber zeitgleich, man muss schnell jetzt aktuell den Shit machen. Eigentlich hätte es schon längst. Egal. Raus sein müssen, bevor du es überhaupt erwähnt hast. Ich müsste eigentlich jetzt schon als T-Shirt haben, ne? Egal. Könnt ihr ja machen. Werdet ihr halt reich damit. Also wir schauen uns dann noch mal an. Ein bisschen haben wir nämlich noch bis 20 Uhr D2, D2. Du hattest die beide auch privat durchgespielt? Den ersten und zweiten, oder? Also den ersten habe ich nicht ganz zu Ende durchgespielt. Den zweiten habe ich nur angespielt. Ich muss sagen, ich fand beide nicht so geil, wie ich gedacht hätte. Mhm. Aber sie haben beide einen eigenen Flair. Und ich meine, der zweite ist auf jeden Fall sehr weird. Also der erste ist auch weird eigentlich. Aber der zweite hat noch mal dieses Phallusartige, dieses Kunilin, nee, was ist das nicht? Auf jeden Fall, Felatio, es geht um Fellatio, nicht Kunilingus, das andere, genau, Fellatio-artige Ding da, was einen die ganze Zeit da andödelt. Oder wie der Chat sagt, Flerlatio, da. Ja, Flerlatio. Das hört sich auch wie ein Album an, was ja. Ich hab beide durchgezockt vor einiger Zeit. Warum? Für deinen Sender, ne? Ich hab's aus Eigeninteresse. Ich habe eine lange, also tatsächlich irgendwann habe ich zwischendurch mal eine Dreamcast-Horror-Phase bekommen und da habe ich Blue Stinger und das dann hinten dran durchgespielt, weil ich die. Welches würde dir jetzt besser gefallen? Die zwei, auf jeden Fall. Ja, ne? Rein spielerisch. Ich gehe hier auch mal auf Start und werde das Intro angucken. Es hat mich so verwirrt am Anfang, dass ich es nie so richtig weit gespielt habe. Aber echt, würdest du sagen, besser, weil Blue Stinger habe ich durchgespielt. Ja, es ist ein ungewöhnliches Konzept gleich hier. Also es ist teilweise Horror-Adventure, ein bisschen Survival-Gaming mit drin, aber Ideen und Konzepte, die da drin sind, ist einfach abgedrehter Scheiß. Also teilweise, wenn du das Ding von John Carpenter gesehen hast, ne, und das nochmal durch japanische Augen und Hirne durchgequetscht, dann kommt die 2 dabei raus. Und ich empfehle das als abstruse Experience sozusagen. Nicht per se als gutes Survival-Horror-Game, aber als abstruse Experience sollte man es schon mal gesehen haben. Okay. Also ich drück mal. Aber Kenji Ino ist schon tot, ne, von Warp. Kenji Ino ist gestorben, genau, vor etlichen Jahren, leider. Das war so eins der letzten großen Projekte, die er noch mitbetreut hat. Ist übrigens nicht die gleiche Laura, die wir aus anderen Spielen kennen, sondern es war eine Digital Actress. Die haben also das Modell gemacht. Das ist nicht die gleiche von Teil 1, ne, sondern eine, die auch Laura heißt. Und jetzt hier aufwacht mitten in der Kälte. Auch hier zuhören, viel Synchro dabei, aber natürlich keine Untertitel. Da ist sie aufgewacht. In einer Skihütte und die einzige, die bei ihr ist, ist diese nette Dame hier, die das Feuer entfacht. Good morning. You finally came too. 10 days have passed since that terrible accident. But I only found you the day before yesterday. You were lying in the snow, and I brought you here. You've been asleep for 2 days, you know. I just can't figure it out. How did you manage to stay alive for 8 days? Looks like you were eating regularly, too. So strange. I found you pretty far away from the crash site. Do you remember anything? Kimberly. Kimberly Fox. I'll talk to you more later,
He must be tired. Meine Haare gehen durch meine Jacke. Seems like you were having a lot of nightmares too. Bei sowas frage ich mich immer, warum geben sie denen dann nicht Klamotten, die damit harmonieren? Warum ist, ist das das richtige Outfit unter der Winterjacke, was sie da hat? Ja. What the? Also das Spiel lässt sich nicht lange Zeit mit viel, übrigens. Geht direkt los, ja. Ja. Spratz! Not again. Looks like the nightmare isn't over. I'll take care of this. Mach ganz laut A. Ein klassischer. Oh. Man denkt, es kommt aus dem Mund, ne? Mhm. Switcherino. Und plötzlich kommt's doch. Kommt's aus der Brust. Aus allen anderen Ecken raus. Dafür, dass sie sagt, sie kümmert sich drum. Macht sie gar nichts. Macht sie gar nichts. Und auch. Jetzt erst die Waffe. Na, vielen Dank. Und jetzt? Mhm. Es ist halt echt die, einfach. Diese Szene wurde vorsorglich leicht entschärft. Ach, die ist hier jetzt in dieser Version schon. Ja, nur in der original japanischen ist sie nicht. Die Kamera geht ein bisschen weg, um genau diesen Moment nicht zu zeigen. Ach echt? Sie zeigen es nicht. Um irgendwelche Assoziationen nicht zu wecken. Die Kamera wird jetzt ein bisschen wegziehen gleich, also nicht wundern. Ich meine, die ganze Zeit macht keiner was. Ja. Die ganze Zeit. Sie haben gerade eine Minute Zeit gehabt. Glück. Ja. Ah, ich verstehe. Ja, also leicht aus dem Blickfeld raus. Ja, das ist, weil die Amerikaner damit aber auch Probleme haben, ne? Anscheinend, ja. Aber zum Glück, oh, musste ich hier was machen? Oder? Ich nehme mal den Controller vorsorglich in die Hand. Das war ja gerade echt dämlich. Von ihr, meine ich, sich einfach so töten zu lassen. Ich habe auf den Knopf gedrückt, ich hoffe, das war richtig. Ach, du wolltest gerade und dann kam aber jemand von hinten. Ja. Gut, im richtigen Moment. Wie so oft. So, da wird der Schwanz wieder eingezogen. Mhm. Na gut, dann gehe ich nach Hause und nehme mein Fußballleben mit. Nein! Steht doch nicht im Eingang. Das fiebelt doch raus. Ja, das ist irgendwie. Das ist wie, als wenn du einen Insekt wieder aus der Wohnung raus haben willst. Du machst das Fenster auf, aber stell dich doch nicht ans Fenster. Alter, triffst du mal jetzt hier auf einen Meter Entfernung? Ein Idiot. You all right? I'm Parker. Parker Jackson. You two must be survivors of that plane crash. Are you hurt? Don't touch me. Get out of here. Jetzt hat sie die Waffe aber sehr schnell bei der Hand. Das war aber ja, eben gerade. Sie kann sehr schnell anscheinend auch. Just a minute. What do you think you're doing? Get the hell out of here. Wait. I haven't blossomed yet. Blossomed? Come on. Didn't it look like flowers were blooming from that monster? You both saw it, and there's more just like it out there. He's not the only one. What exactly was that thing? Who the hell knows? Some of them look like they might have been passengers from the crash. But the monsters got to them, and as you can see, they turn into... Monsters? Yeah, they blossom. They've turned into monsters too. Get out. Look, like I said, I'll shoot. I swear I'll shoot. Look, unless we work together, we won't get out of here alive. I will shoot. All right, I'll go. Now. All right. I get it. But listen up. And listen good. You may be armed, but there's only one way to tell whether someone's human or not. And that's by the color of their blood.
Dann weiß man es aber immer erst hinterher. Ja. Aber dann weißt du es immerhin. You got no choice but to shoot. And you got to do it fast because they'll be on you in a flash. We don't know much of anything yet. Should we shoot everything that looks like this creature? And what if it looks human and bleeds green? There may be monsters that bleed red for all we know. What are we supposed to do then? We don't know whether everything that looks like a monster always has green blood. Maybe some are still human inside. Maybe they can revert back to humans again. We don't have any answers. All I can say is, survive. Get out of this godforsaken place alive. Be careful, both of you. Watch your back. Das waren gerade ganz viele Phrasen einfach nur. Watch your back. Be careful. Don't do anything stupid. Go follow, to school. Follow me. Go to school. Go to school. Flush. Always flush. Never change a running system. Damn it. Also, aber okay, ich gehe, aber dann redet er noch 2 Minuten weiter, ne? Mindestens. Da war so, also vom Timing war so viel falsch. Sie erkennt das Monster, greift die Waffe, passiert nichts, lässt sich von dem Monster dann oral vergewaltigen. Die andere Frau greift aber dann die Waffe, kann aber auch nicht schießen, weil dann erst jemand Drittes kommen muss. Der in der Tür steht und alles komplett falsch macht eigentlich. Also. Maybe you're better off than others. Not remembering anything. Hey, do you remember anything? Anything about Janny? Janny, the little girl I found you with. You were both lying there, in the snow, and you were trying to protect her. Oh, I brought you both back here, but she wandered off when I wasn't looking. Die Schminke sitzt nach 8 Tagen, ne? Im Koma. Ja, man, also sie war im Koma jetzt 8 Tage. Sie war 8 Tage lang. Ich dachte, sie hätte 8 Tage überlebt, aber es wird, der Absturz wurde ja gar nicht gezeigt, oder? Man, nee, man kann den separat gucken als Intro. Also ich dachte, der kommt jetzt automatisch, wenn wir starten. Aber, eigentlich ist da nämlich schon ein Intro, oder? Weil ich habe so eine Erinnerung noch. Und die Area ist surrounded by forest. Können wir uns aber gleich mal angucken. Ja, können wir mal. Aber ich will auf jeden Fall noch mal in Blue Stinger reingucken. Ich habe lange nicht mehr den Anfang gesehen. Be careful, okay? Okay. Ja, dann können wir das gleich machen. Es switcht hin und her, das Spiel. Wenn wir in Gebäuden drin sind, dann haben wir so eine Art, wie so eine Menüübersicht, wo wir verschiedene Sachen machen können. Ja. Zum Pennen, zum, da war das hier schon, speichern, Items machen. Es gibt eine halboffene, Open, also nicht ganz Open World, aber mehr so Sandbox, wo du dann herumlaufen kannst, random Encounter hast gegen Gegner. Mhm. Du musst essen, um zu überleben. Genau, esse hier Tiere jagen, so Hasen jagen, um zu überleben, damit du dann Essen hast und so weiter. Ich glaube, okay, safe war da. Okay, ich dachte, das wäre der Safe hier, aber er war es nicht. Es war einfach hinlegen, okay. Nochmal. Sie spricht übrigens kein Wort. Ne? Und das Spiel hat 4 CDs. Mm. Oder 4 Discs, besser gesagt. Was aber wahrscheinlich auch, wie immer, an den vielen Dialogen liegt und an dem viel Renderwerk. Ja. Blender-Renderwerk. Die Dialoge vor allem. Und dieser ganze Tentakelporn, ja gut, das ist natürlich in Asien, ist das mehr oder weniger ein Trope. Oder ein Meme, oder nennt es, wie ihr wollt. Aber hierzulande kennt man das eigentlich gar nicht. Ich kannte das nur aus Urotsukidoji und ich ja, also so, für mich hat das ein bisschen verwirrt. Ich kannte das alles noch. Ja, es ist auch hier, nach dem Anfang ist es auch nicht mehr so extrem, das hier. Ich glaube, die haben einfach nochmal so eine Marke setzen wollen. Ach, das sollte einfach so, wir müssen einmal was Hartes machen. Ja, genau. So, was danach, es gibt zwar danach Splatter und durchaus auch harten, aber jetzt nicht dieser Tentakelkram. Ja, aber ich dachte, dass das so ein bisschen später noch krasser wird irgendwie. Ich werde mal, Moment, ich starte mal neu, damit wir einmal kurz das Intro uns auch angucken, weil das Intro erklärt, was vorher passiert ist, wie es eben zu dieser Szene gekommen ist. Und ja, daran erinnerst du dich auch, das nimmt, glaube ich, auch einen Teil der Discs dann dementsprechend an, dass man sich dann angucken kann. Es ist auch ganz wirr. Also wenn das für dich schon Inkompetenz war, ich finde so diese Situation, ein Flugzeugabsturz, der zu dem hier geführt hat, man kann es auch umständlich machen. Glaube ich, unter. Ach, da. Opening Movie. Ja. Ja, komm, die gucken wir uns. Da haben viele Leute lange dran gerendert. Ja. Ah, und die habe ich nicht dabei. Ich habe noch die erste Disc drin, schade.
War ein schönes Video. War ein schönes Video, dann liefere ich das bei der nächsten Gelegenheit. Wir können das wahrscheinlich sogar, ich kann das doch einfach hier auf... Mal? Ich weiß gar nicht, haben wir den Rechner erst abgegriffen, sondern dann guck mal, genau, dann lass uns das nochmal als Video gucken, wenn wir uns schon drauf gefreut haben. Gefreut haben, halbwegs. Naja, genau. Ja, die Two. Wenn nicht jetzt, wann dann? Recht lang eben, immer mit langen Cutscenes. Moment. Die Two Dreamcast würdest du am besten nochmal machen dazu. Nicht so ja. Diablo 2 und Destiny 2 sehe ich da bei YouTube. Oder ich kann das auch hier machen. Ich hab's doch. Geht das Regie von dem Rechner aus? Ich hoffe schon. So, also wenn es nicht geht, muss ich das auf dem anderen Rechner nochmal suchen. Wieder nee, das? Das ist er nicht. Mann! Ihr dämlichen, hier, D2 Cutscenes, genau, das muss ja dann der Anfang sein. So, ja, das ist der Anfang. Okay. Aber, ich weiß auch nicht, ob das direkt der Anfang ist, du hast jetzt irgendwo vorgespult. Es ist bei Warp Presents war da, ne? Doch, das muss es. Ja, ja. Doch, das sieht anders aus von der Qualität her, ne? Ja. Sieht man, erkennt man eine sehr gute Qualität. Genau, die ist auf jeden Fall qualitativ wesentlich hochwertiger als das, was wir bisher zu sehen bekommen haben im Game. Hat sie da eine Dauerwelle? Nein. Da liegt sie ganz ruhig mit ihrem Augen-Make-up. Meine Amnesie. Ja. Ja, ist okay. Die lassen sich Zeit, ne? Ja, ja, bring mal ein bisschen. Naja, da. Also, ein Meteor. Ach, fliegt das durchs All. Dachte, was ist das für ein Absturz gewesen? Ja, ja. Ist ziemlich langer SpaceX geflogen oder was? Okay, ja. Der Meteor macht natürlich am Ende alles. Der sorgt für die Sporen. Das kennen wir ja auch schon von. Es sind immer Aliensporen. Ja. Die Farbe aus dem All, all diese Sachen kennt man ja. So. Aber am Timing, ne? Die haben so lange dran gearbeitet. Okay. Das Symbol ist noch nicht zu Ende, keine Angst. Ja, ja, am Anfang dachte ich, Moment, das Sonnenrad? ja. ja, okay, und also ist das eine Gegenwirkung vom Planeten oder was ist da? Okay, wir werden es nie erfahren. Also, ist auf die Erde drauf gecrashed? Ja, aber hat er sich dann das, das Abzeichen gemerkt? Ist vorne das kriegt drauf. Er doch später nie wieder erklärt dann. Ja, der hat ein Winterzeichen drauf, das erkennt man nicht so gut. Also, zum Glück zum größten Teil aufgespalten, aber fliegt trotzdem in die Atmosphäre rein. Ne? Also, ganz ungefährlich ist er nicht. Beinahe, ja. Es ist Weihnachten, 2000 stand er, glaube ich, oder 1999. Ah, 1999 müsste es sein, wenn ich mich nicht komplett versehen habe. Und sie ist auf dem Flugzeug natürlich, wie man das damals gemacht hat als Businesswoman. Natürlich. Guck sie dir doch an, in ihrem Business-Kostümchen. Mhm. Und in einer Männerwelt muss sie sich durchsetzen. Ja. Ach. Deswegen geben wir dir keinen Laptop. Kein Laptop. Mann, nicht schon wieder. Aber Mittelsitz ist frei, ist gut. Das scheint ja häufiger zu passieren. Ja. Creepy. Mhm. Ich glaube, die Absicht war niedlich, aber creepy ist schon korrekt. Excuse me, miss. You dropped this. Er hat eine silberne Schatulle. Wow. Sure is a pretty compact. To Laura from your mother, Larry. Was? Auch Larry verstanden. It's from your mother, isn't it, Laura? Es steht doch drauf, Mann. Ja, ist das... By the way, are we having a nightmare or something? You were mumbling and talking in your sleep. Are you all right? Well, I don't fly too well myself. Soll das es überhaupt fremde Leute fragen? No? Oh, und das ist der, unser anderer Kollege und da ist hier... Die beiden, ne? Mhm. Ich... Na, jetzt gehen wir uns, jetzt hast du verpasst natürlich. Der sitzt auch da. Nee.
Der sitzt zu Hause, der sitzt im Flug, in der Flugtoilette. For the sake of creation, ach nee, der hat die Kugel, wie hat er die durch den Zoll gekriegt? Sitz. Er hat gesagt, das ist meine Todeskugel. Ich brauche das für die Arbeit. Haben Sie dafür einen Attest oder haben Sie dafür, ja, hier, alles mit rechten Dingen? Diese roboterhaften Bewegungen sind auch der Hammer. Ja, was machst du mit so einer Form von Terrorismus? Wenn keiner eine Waffe dabei hat, sondern halt sondern irgendwas Mystisches. Ja, Zauberkugel, da gibt es überhaupt keine Grundlagen für. So. Hat der mit der Kugel jetzt? Parallel dazu übrigens. Zu der Zauberkugel-Geschichte. Parallel dazu, oder was? Ich hätte gedacht, eine Flugzeugentführung passiert auch noch zusätzlich. Shut up, I said shut up. Es hat the keiner was gesagt. The great shadow is coming. Das sollte man nie machen. Ja, hat er gerade oben geschossen? Er hat einfach in das fucking Flugzeug geschossen. Alter, die hat doch nur geheult. Er hatte einfach oben, da ist doch jetzt Druck. Alles ist dumm. Und er macht weiter die Beschwörung, der lässt sich von nichts. Das ist Arbeitsenthusiasmus, der Mann. Er kann sich noch fokussieren, ne? Nichts mit ADHS. Deswegen trau keinem Kiffer. Die haben immer eine Uzi in der Tasche. Und Neo von der Matrix auch. Der alte Neo, der graue Neo. Er hat es nochmal versucht auf seine alten Tage. Ja. Da ist ja alles falsch. Bitte nehmt euch kein Beispiel an diesen Menschen hier. Ja, überhaupt nicht. Was genau ist eigentlich euer Plan? Wollt ihr jetzt einfach alle erschießen, oder? Oh. Der hat auch noch eine Waffe dabei, sag mal. Das war doch noch vor Sky Marshall und so. Shadow, the final destroyer. Schon ziemlich geil. Gute Minimation. Nein, heul doch nicht. Shut up, I also. Du hättest ihm einfach in den Kopf schießen können auch. Jetzt flippt er aus. Shadow! Jetzt leuchtet die Schatulle auch noch. Das ist eigentlich ein Display. Mhm. Und warum auch immer siehst du in der Schatulle jetzt den Meteor? So ein Nintendo DS mit Zukunftsvisionsfähigkeit. Feature. Übrigens, wo willst du hinlaufen? Es ist ein Flugzeug, ne? Was parallel jetzt natürlich vom Meteor getroffen wird. Also wir haben den Meteor. Wir haben den Prediger. Shadow, the Final Destroyer. Die Verrückten mit dem... Ja, genau, was war ich jetzt mit denen? Die wollten wirklich, waren einfach nur Touristen, Terroristen. Ja, ich glaube, sie hängen schon, der hat auch irgendwas von Shadow gemurmelt. Ah, okay. Aber warum müssen die jetzt das hier anzetteln, wenn der Meteor kommt oder der Meteor hergeschworen wurde? Warum müssen die das denn machen? Ich verstehe das nicht. Und hier beginnt der Film Überleben, den ich euch. Und dann fehlen würde das Spiel dann losgehen. Also, man hätte es wahrscheinlich weniger unglaubwürdig machen können, finde ich. Man hätte durchaus auch sagen können, wisst ihr was, die Terroristen lassen wir einfach mal, wir nehmen jetzt nur den Beschwörer oder wir nehmen den Beschwörer raus und packen ihn hier dann was hin. Das alles bedeutet. Naja. Naja, falls wir noch irgendwann mal ein bisschen mehr was dazu machen. Und das sind 4 Stunden jetzt, ne? Also das sind die Cutscenes allein. Nur mal so, ganz kurz nochmal auf dem Bildschirm, einmal nochmal ganz kurz auf meinem Bildschirm bitte. Nur damit ihr mal seht, das sind halt einfach jetzt knallhart 4,5 Stunden, nur die Cutscenes, könnt ihr euch grob vorstellen. Ja, wobei sie vielleicht sogar zusammengeschnitten wurden, dass sie irgendwie so ein bisschen Sinn ergeben. Es ist so The Movie, genau, es ist so diese Art von... Es hat einen der, da sind wir gerade dem Part, den ich kurz erwähnen wollte, gerade einer der ungewöhnlichsten Bosskämpfe, nämlich gegen eine große mechanische Riesenvagina. Ist das so? Oder ist das nur deine Traurigkeit? Also ich weiß nicht, ob man das jetzt hier gleich in der Cutscene sehen kann, aber du kämpfst gegen dieses Ding, was aussieht wie eine Frau mit gespreizten Beinen. Ah, okay, ich verstehe. Also da die Bilder und das, worüber wir am Anfang schon geredet haben, ist hier weiter auch drin? Ja, genau. Okay, ja. Also, okay. Ein paar Minuten haben wir noch, aber die zwei ist eben etwas, was auch sehr Zeit braucht, sich zum Entfalten. Wir haben aber noch ein Spiel, in das wir noch mal reingucken wollen. Ah, ja, okay, ja. Mitnehmen. Aber wirklich, guckt euch D2 echt noch mal ruhig an, weil gerade so die Elemente im Spiel, die du erzählt hast, die sind schon ganz cool gemacht. Aber es ist natürlich heute grafisch alles totale Grütze. Ja, es dauert recht lange, es zu spielen. Also man muss mindestens also je nachdem, wie schnell man ist, aber zwischen 10 und 20 kann man bestimmt mindestens dafür einplanen. Ich habe ein paar Tage gebraucht damals. Und es ist schon auch
es zieht sich teilweise spielerisch. Das, ne? Da gehe ich stark Also auch Hinweise auf World, eine Location, unklar, wo der nächste Hinweis ist. Also du musst dich schon ein bisschen durchwirken. Ja, es ist ja auch crazy shit alles. Also lass uns ein bisschen wirken, auch noch. Die paar Minuten, die wir haben, verbringen wir nämlich mit Blue Stinger. Weißt du, worum es um Blue Stinger geht? Ich hab's um Meteoren! Echt, ist auch wieder Meteor, weil ich weiß es nicht mehr. Ich hab's durchgespielt, ich könnte dir nicht mehr sagen, was da passiert. Außer, dass alle mutieren, Weihnachtsmusik, klimperndes Geld, diese Geschichte da, hier diese Schüssel. Ist da nicht der Endkampf? Ich weiß es nicht genau. Denn vor 65 Millionen Jahren, in der Kretaceous-Periode, was passiert da? Ein Meteor. Ein Meteor stürzt auf die Erde. Aber das ist ja der, der alles erst toll gemacht hat. Ja, das ist der, weißt du ja, damals, wo diese verdammten Drachen, wollte ich schon sagen, die verdammten Dinosaurier, hier so Terz angestellt haben. Zum Glück, da siehst du sie. Was ist denn hier los? Das war nichts. Das haben die nicht verdient, da zu leben. Und dann weg. Activision. Das kommt also her. Der Meteor bringt Activision mit einem schlechten Shadow-Filter bei Photoshop. Activision hat gepublished, nämlich hier. Das Spiel ist aber trotzdem aus Japan. Wir sind gelandet im Jahr 2000. Aber das hat mit dem alten Meteor noch zusammen wahrscheinlich. Das hängt irgendwie noch zusammen jetzt, oder? Ja, ein großes Erdbeben hat die Yucatan-Halbinsel erschüttert und hat 400 Kilometer Landmasse in den Ozean verschwinden lassen. Und nur ein Krater ist übrig geblieben, der genau aussieht wie der Meteor. Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es der gleiche große wie der Meteor ist, der für 65 Millionen Jahren die Dinosaurier hat aussterben lassen. Und deshalb hat diese Verbindung der Insel diesen Namen gegeben, die Dinosaurierinsel. Warum nicht die Meteorinsel? Eigentlich ja, weil jemand in der Meteor ist. Es sind auch noch andere Sachen ausgestorben also Dinosaurier, damals. Dinosaur Island, da ist Godzilla eigentlich drauf und Angelas. Aber gut. Du denkst, es fängt an wie Jurassic Park, ja, Dino Crisis, hat nichts damit zu tun. Nee, null. Aber es ist schon, auch die Musik am Anfang gibt einem ein ganz gutes Gefühl. Aber Pete von Scholli hat's, ne? Hier, Storyboard und Robert Shores. Die versuchen wirklich so ein bisschen Richtung Film. Das ist der kleine Bruder von Robert Long. Peter Short. Im Jahr 2018. 18, Present Day. Present Day 2018. Ein Meteor. Da kommt noch ein Meteor. An dieselbe Stelle. Warum auch nicht? Ah, das tut doppelt weh, wenn der nochmal genau, wenn du dir den Ellbogen anhaust und dann nochmal drauf. Direkt vor der Küste von Dinosaur Island. In der weiten, fernen Zukunft. Das gefällt mir auch wie den Film aus den 60er Jahren, den Cypher-Film. Im weit entfernten Jahr 1996, wenn wir uns verkleinern können und durch den Blutstrom schwimmen. Und ich werde nie verstehen, warum sie ihm diese Klamotten gegeben haben. Man trägt die ja das ganze Spiel über, aber er die. Und man fragt sich, warum dann nicht was Geileres? Warum nicht eine Jacke, irgendwas Cooles? Nee, er trägt dieses blöde Werbeshirt in Blau. Sometimes I don't understand what big wigs are thinking. I'm just a crew member of the supply ship. Heck, I don't even get permission to enter the residential district on the island. What the hell would I know about that? This is a pretty fancy boat for just a crew member. Was? Yeah. Ich kann nicht über die dramatische Musik hier nicht hören. It's not mine. I read it. Ey, diese Jurassic Park Musik passt auch null zu dem, was sie zeigen. Was macht er da mit der Flasche? Er baut da irgendwie so eine Figur da rein. In die Flasche, in die Flasche. Ja. Talk to them. I got the ship. With one condition. We have to decorate the boat before I return it to them. We decorate the boat? Aber dieses Modell von dem Typen, ne, mit den Haaren einzeln ausmodelliert, das ist doch der Hammer. Ich kann das Ganze aber auch abkürzen und überspringen, weil ich glaube, jetzt passiert noch ein paar Minuten ein bisschen hier Laber-Action und so weiter. Man kann aufs Ingame-Info. Ja, ich glaube, das kann ich überspringe mal hier, ja? Ich erinnere mich, warum ich es vergessen habe. Auf jeden Fall Meteor. Action ist passiert, ne? Wir landen auf der Insel gleich und der Hubschrapp-Schrapp. Ah, natürlich stürzt er ab. Of course it does. Dass auf dieser Insel dieser komische Komplex, den sie da gebaut haben, mit Residential Area und allem, diese Grafik, viel besser als auf der PlayStation. Guck dir das Wasser an. Das hat vier oder so, vier verschiedene Animationsstufen. Mindestens. Die Schuhe von ihm sind eigentlich die besten. Und dieses Modell, was der Typ in die Flasche gepackt hat, ist jetzt am Leben. Jetzt fliegt diese Gestalt umher. Warum versuchen sie es überhaupt? Und jetzt, wo sie mich berührt hat, kriegen wir natürlich das dritte Auge oder so. Wir sehen, was mit dem Meteoren damals passiert ist.
wie die Dinosaurier ausgestorben sind, warum auch immer. Aber warum interessiert mich das? Weiß ich doch. Es hat dich jetzt zu interessieren. Ich hatte einen schlechten Traum. Ich war in einem Survival-Horror-Game auf dem Dreamcast. Oh nein, es ist die Wahrheit! So, Elliot, sind 2001. Ich kann mit ihm hier herumlaufen, kann auch aus der Ego-Perspektive natürlich gucken und krieg natürlich auch Codec-Anrufe. This is Elliot Ballad, Easter Troop C-730, over. This is Janine King, KISS Dinosaur Island Security Office. Okay, unser Kontakt im Dinosaur Security Office. Ich werde es auch mal vorspulen, weil das Gespräch immer relativ lange dauert. Aber wir wollen ja noch ein bisschen was sehen. Ja, auf jeden Fall. Zeig ruhig nochmal, wie weit wir kommen. Na, ja, er. Wer kann das sein? Und natürlich ist er, glaube ich, jetzt weg. Ups. Irgendwo da hinten, selbst wenn er irgendwo da hinten stand, er ist nirgendwo mehr zu sehen. Egal. Also, denk jetzt nicht, das sieht doch ganz gut aus für die damalige Zeit. Wir lassen natürlich hier auch durch den Emulator laufen, sodass die Auflösung wesentlich höher ist als sonst. Ich spule hier auch nochmal kurz vor, weil die geben jetzt Hinweise, wie du da reinkommen kannst. Corpses? Did you say there are genau, und hier bitte aufpassen, da sind überall Leichen, die überall herumliegen. Hä, was für Leichen, was bedeutet das denn? Keine Ahnung. Ja, da liegen tatsächlich Leichen herum. Ups. Da zum Beispiel in mir ein Abendkleid. Wollte ich gerade sagen, die Kleidung lässt doch eher darauf schließen, dass er, das unerwartet der scheint direkt aus Resident Evil raus zu sein. Ja, aber der hat immer eine Keycard. Yeah. Ja. Yeah! Da hat er die Keycard, die nehmen wir auch mit. Die ja schon läuft. Dieses Schlendrige. Du hast es ganz am Anfang der Sendung auch schon mal gesagt. Es ist, der Stil ist ganz merkwürdig hier. Ne? Die versuchen das auch ein bisschen so dramatischer zu machen, aber du bist auf einmal mit irgendwelcher Kirmesmusik, weil da gerade Weihnachten ist, unterwegs. Und ja, man Monster kommt in dieses supermarktartige Entertainment-Modul dieser Station und überall sind Zombies. Es hat was, finde ich, weil man zu dieser zu dieser Weihnachtsmusik eben normalerweise keine blutigen Gefechte mit Zombies macht. Aber ich schau dir gerade an, ich hab den Zombie. Ja. Aber ich meine, guckt euch das an, wie das aussieht. Da kannst du halt leider nicht ernst nehmen. Das ist schon ziemlich genauso wie Illbleed, oder? Jetzt, wenn man es direkt sieht. Ähnlich. Und ja, jeden Gegner, den man besiegt, dem fällt dann das Taschengeld aus dem Arsch hier raus. Der Bully-Simulator. Ich habe mich jetzt auch nicht so besonders gut angestellt, also du kannst ein bisschen schon ausweichen. Ja, man hat ja auch Waffen. Guck mal, das ist Spiel für Erwachsene. Ne? Seine Auswüchse, das ist alles schon sehr the Thing, wo die alle komischen neue Auswüchse bekommen und so weiter. Da habe ich ihn in einem Arm abgeledert. Ah, aber zum Glück habe ich ja ein Small Hessi gefunden. Und Hessi sind hier die Colas anscheinend. Food. Ah, komm, nimm. Lauf es mal. Okay. Und scheiß auf die Umwelt. Ich schmeiß einfach weg. Das Geld nehmen wir nochmal mit. Ihr müsst da draußen auch bedenken, es gab keinen zweiten Stick auf dem Dreamcast. Das heißt, Kamerasteuerung ist nicht. Nee, ne? Du musst immer drauf lenken oder es gibt dann immer so die Taste zum Zentrieren so ein bisschen. Genau, das hatte man immer, eine Zentrier. Die auch gleichzeitig meistens so die Ego-Perspektive oder die Close-Up-Perspektive war. Exakt. Ich meine, es hat funktioniert, aber, nicht so ich bin froh, dass wir heute zwei Buttons haben, zwei Sticks. Oh nein! Immerhin trägt er noch Jeans. Ja. Also, er hat unten ist doch der kümmerliche Rest dran, ne? Built to last, Lee Jeans. Wenn er, warum sehen die alle so scheiße aus? Warum hat denn der so kurze Hosen an? Das macht mich wahnsinnig. Mein Name ist Elliot G. Ballad. Where's Tim? Well, who are you? Dogs. I'm a captain of the SS Deanna. If you're Elliot, you must be with Tim. Tim is what? Dead? I don't know. I don't know. I don't know! Acer's answer! You know, Tim once told me he had a high-level Acer member as a friend. Where are you going? To the island? I am still a rescuer. There are people there who need help. What a joke. This one jump cuts. Obviously, you're going to need good help. Like Achsensprung. Me. I can't let a wimp like you go alone. Whatever. Auf jeden Fall, er konfrontiert uns. Tim war der Kollege, der, glaube ich, mit uns auf dem Boot gewesen ist. Und er ist der zweite spielbare Charakter, zu dem wir jederzeit wechseln können. Dog. Was ja schon mal anders ist so. Ja. Was mir bei Dog gefällt,
Er hat sich vorgestellt, ich bin Elliot G. Ballard. Nennt jeder seinen mittleren Namen oder ist nicht mal abgekürzt? Egal. Jeder von den beiden hat auch entweder Nah- oder Fernkampfsachen, wobei ich kann mit als Elliot noch hier diese Punch-Kombos machen und Docs hat eine Armbrust, die er benutzt. Was hat der? Ist ihm seine Hose einfach so abgerissen? Ach nee, das ist nur, das klippt ineinander. Ich dachte, der hat einfach nur so Fetzen an. Naja, auch seine, er hat so stark zugenommen, dass sein kompletter Körper ineinander klippt, musst du eben sagen. Den gehen wir raus und er kann auch herumlaufen. Es sieht ein bisschen aus, als ob er Ski fährt oder Eisschnelllauf macht. No? Und du kannst natürlich auch Rätsel. Oh, warte mal, hoch wollten wir nicht. Rätsel. Schieberätsel. Schieberätsel. Wahrscheinlich kann auch nur er schieben. Ja, schieb mal hier. Es war ganz nett, muss ich sagen, das Ding nochmal durchzuspielen, aber das ist eben so einfach. Ich habe, also irgendwie mag ich solche schlechten Survival-Horror-Sachen, ne? Wenn sie dich nicht zu sehr anpissen. Sie haben was so, ach, schön, dass ihr es mal versucht habt. Ja, es sind, ich habe die auch alle, weil ich so abgefeiert habe, wie Resident Evil funktioniert hat, dass ich alles, was in die Richtung kam, gekauft habe. Und es war alles leider nur so mittelgut. Auch Enemy Zero oder Carrier. Mhm. Ich habe den ganzen Shit gehabt. Carrier war Mist. Deep 4 ist meiner Ansicht nach vielleicht auch eine falsche Wahrnehmung durch die Vergangenheit, aber immer noch das, was am nächsten rankam, an das, was ich von Resident Evil Klonen erwartet habe. Wobei, wie gesagt, kann mich auch irren, aber Carrier war zum Beispiel nur mittelgut, das hier war mittelgut. Aber Deep 4 habe ich voller Elan durchgespielt. Und es wurde auch irgendwie, das hatte auch so diesen The Abyss-Flair und so. Wir haben schon mehrfach drüber geredet, dass wir das vielleicht irgendwann mal spielen wollen. Ja, ich würde zumindest gerne mal anspielen, würde ich gerne mal. Das können wir gerne irgendwann mal machen, falls wir mal noch. Ich könnte auch einen Saturn-Horror-Roundup mal machen. Da gibt es nämlich auch ein paar Handvoll Sachen. Du hast ja Enemy Zero genannt zum Beispiel. Enemy Zero würde ich auch gerne mal wiedersehen. Hatte ja auch eine nette Idee mit einem unsichtbaren Alien auf der Station, aber es hat halt nicht so funktioniert. Ja, musst du grafisch nicht rendern, ne? Nee, genau, aber man kann es schon gut machen irgendwie. Die Idee ist eigentlich schön. Ja klar, Dino Crisis, da habt ihr recht, das. Aber das war ja auch das Original, ja, sozusagen. Das kam ja von denselben Machern. Schlechter gehalten, als man denkt. Das habe ich da vor 2 Jahren noch mal durchgespielt, aus Interesse. Ja, und ich finde, es hat nicht viel mehr Tür- und Schalterrätsel. Ja, es hat auch nicht so viel mit Resident Evil zu tun, finde ich. Weil so viel geballert wird einfach. Ja, und hier auch das Verklärte, jetzt wird Code Veronica im Chat genannt. Code Veronica haben wir eben noch recht präsent. Beide durch das hier durchspielen. Schlechter gealtert, als ihr dahin denkt. Ja, Resident Evil 3 ist besser gealtert. Ja. Und das wird remaked auch noch. Und das hätte ich nicht gedacht. Das ist eine der großen Täuschungen meiner Jugend. Das sind so, wenn man erwachsen wird, dann ändert sich auch der Geschmack. No? Früher war Code Veronica das Ding. Ja, heute ist Resident Evil 3. Von den beiden. Nephilim. Da gibt es auch noch eine ganze Ecke an eher unbekannten PS2-Survival-Horror-Sachen, weil ich weiß nicht, ob du dich da während der Ära nochmal ausgetobt hast. Ich hab viel, Extermination, aber. Extermination kenne ich. Echo Knight, glaube ich, gab es noch. Echo Knight Beyond zum Beispiel, was so ein bisschen in die Richtung Enemy Zero ging. Ja, genau, wegen Enemy Zero. Weltraumstation mit unsichtbaren Gegnern. Also, ich habe die ja, wenn, dann haben wir die mal angespielt immer. Wow. Aber definitiv bin ich dafür zu haben, sowas nochmal zu spielen. Ich finde das ja auch immer schön, auch die alten Sachen. Ja. Also, so eine Session zwischendurch, ich fand es jetzt eigentlich ganz nett, sowas mal wieder zu präsentieren, als jetzt direkt immer in die Spiel 17 oder 18. Ne? Da beschäftigt man sich ja eh sowieso damit. Aber sowas hat man ja nicht mehr so häufig. Ja. Dann. Und schaut euch sonst gerne, wir hatten ja noch mal eine Folge mit PlayStation-Horror-Games, ein bisschen obskureren im Retro-Club vor einiger Zeit. Wenn ihr die aus der Playlist noch findet, da könnt ihr euch mal über ein paar andere Sachen... Ey, das sind wirklich exakt dieselben Mechanismen aus Resident Evil. Der Zombie, der die Treppe läuft, oder der Hunter, der durch diese Animation läuft und dann an deiner Tür landet. Genau das, ne? Ach, sie noch. Ja, sie ist ja auch noch da. Sniper-Dame, die Sniper-Dame, die quasi mit der Beinverletzung oft immer nur da rumhängt. Mhm. Und von oben. Janine? A woman? A woman? A woman? Seit wann können denn Frauen schießen? Das war hier Hafen und Männerwelt. You're great. Ja, warum auch immer sie ihr Gesicht nicht gezeigt hat bei den letzten Malen, wo sie ihn kontaktiert hat, aber jetzt kann man ihr Gesicht sehen, nachdem man sie getroffen hat. Ich spule das auch mal kurz vor. Damit der große Überraschungs... Ja, genau. Jetzt eben nicht. A woman? A woman? I don't like this game anymore. Das ist nicht mehr für mich. So ist das nicht in meinem Patriarchat. Was die alles für Schuhe, die haben alle dieselbe Marke von puffigen Airschuhen an. Ja, jetzt wissen wir, wo der Rest der Schuhe ist vom Wachmann aus The Ring.
Ja, die wurden hier alle zum Aufpolstern von Fußgängerschuhen benutzt. Aber ich sag dafür, wir haben Schuhgröße 48. Da fängt's an bei uns erst. Mal gucken, ob wir es noch. Wir haben ja nur noch 5 Minuten. Vielleicht schaffen wir es noch zu einem. Hier sind natürlich überall Tentakel. Ja, natürlich. Warum auch immer. Aber ich finde diese Commercial Area ja ganz schön. Ah, nice Shopping. Okay, was hat die alle hier abhängen? Ja, da kommen wir wahrscheinlich gar nicht mehr. Der Supermarkt, ich muss mal gucken, eventuell kommen wir da hin. Wie viel haben wir noch? 2 Minuten. Da gibt's, wenn ich mich richtig erinnere, hier ist so ein Büro. Wenn wir dran mal vorbei. Oh, okay. Hier gibt's nämlich einen Countdown, den wir aktivieren. Und dann springen wir einfach vor mit dem Emulator. Da muss nämlich der Countdown 2 Minuten lang ablaufen und dann wird einem Weg geöffnet. Ah! Das ist ja lustig. Laber, laber, laber. So. Die Minuten sind ein bisschen schneller, dann, ne? Es macht eigentlich mehr Spaß, das so zu spielen. Ey, wenn das eh alles schon so sehr lahmaschig geschnitten ist. Ja. So, ich hoffe, ja, dass es richtig war, weil ich glaube, man musste den Countdown ablaufen. Und lassen. Explosion. Ah, das gibt einem, glaube ich, dann nochmal Zeit, in den Schacht zu gehen, um dort nach Items zu suchen, wenn dann, die wir jetzt natürlich übersehen. Ach. Aber so wurde der Schacht für uns geöffnet quasi. Als ich das erste Mal in diesem komischen Supermarkt dann gelandet bin und die Weihnachtsmusik mit mutierten Zombies gespielt habe, das ist so ganz, ganz so. Das ist nämlich, was man jetzt sieht, ist ja das klassische, typische Horrorspiel-Setting, könnte man sagen. Irgendwelche Gänge, irgendwas Mechanisches, Aufzüge, genau wie Resident Evil. Aber ich finde es eben weird, wenn man dann in die Hauptarea kommt und die ganze Zeit irgendwie alles so weihnachtlich dekoriert ist. Es ist irgendwie, hat sich das für mich immer eingebrannt. Ach, komm. Ja, Sachen, an die man sich immer wieder erinnert. Doch in der Ära, wenn ich das dann noch solche Spiele so, wie. Was soll denn das? Wer hat denn das so hingebaut? Absolut. Wer baut denn so eine kleine Leiter an so eine Tür ran, sag mal? Das ist doch kein Mensch. Das also, da wär der Aufzug, glaube ich, dran gewesen, den wir haben abstürzen lassen. Nein, 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 Gregor. Da kann eine Treppe hin. Da ist ein Zomb. Oh, die haben auch alle Rücken. Guck, oh, an den beeindruckend, wenn du das jetzt noch schaffst. Ja. Auf Speed. Wir werden es nie erleben. Wir werden es nie erfahren. Vielleicht haben wir ja gelogen. Eventuell stimmt es da nicht. Simon, danke, dass du dir die Zeit zur Exe genommen hast, hier mit dabei zu sitzen. Immer. Und, so ein Schrott, immer. Ihr lasst euch gerne in den Comments einfach mal dazu aus. War das was für? Wir haben die Session einfach mal gemacht mit ein bisschen Trash, einfach so zwischendurch drin. Ne? Ich mag die Dreamcast. Ära. Wie hast du es genannt? Dreamcast? Die miesesten Dreamcast-Horror-Spiele. Achso, das Spuktakel. Spuktakel, genau. Dreamcast-Spuktakel. Sehr gut. So muss es auch heißen. Hashtag Spuktakel. Ja. Machen wir auch Shirts, verkaufen wir auch 5 Stück von. So geht das. Seht uns gleich bei Bild und Schön. Bleibt dran und dann werden wir unsere Zeichenkünste dann ein bisschen auswarten. Ansonsten, wie gesagt, in die Comments rein. Wir verabschieden uns und vielleicht machen wir sowas irgendwann mal wieder. Bis dann. Tschö. Hex, Hex. Hex, Hex. Also, die Musik ist mir gar nicht aufgefallen.